Was geht ab, Leute? Mein Name ist Majid und das ist ein riesen Shoutout an alle Tänzer aus Deutschland, an die Urban Dance Scene. Meine Homies Frankie, P-Dog, UK, Batala, alle, es sind zu viele Namen, aber ein riesen Shoutout an euch alle. Und ja, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank, Majid. Wir sind erstmal nicht nur live, wenn ihr hier auf Spotify hört, sondern wir sind auch jetzt gerade auf YouTube. Und das ist ein bisschen ungewohnt, weil das ist der erste Podcast, den wir aufnehmen, gleichzeitig filmen. Und das heißt, checkt doch gerne bei YouTube ab, checkt doch gerne bei Spotify ab, wenn ihr auf YouTube seid. Also gebt dem Ganzen einen riesen, einen riesen Watch und einen riesen Hör. Würde ich okay sagen. Okay, gut. Nee, wir sind hier im Area und Majid hat uns eingeladen, beziehungsweise haben wir uns quasi selber eingeladen. Und ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Majid hat im kurzen Vorhinein schon erzählt, dass er selber sehr, sehr viel zu tun hat. Was gerade so ansteht, das werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen in der Folge rauskriegen. Und bevor wir die Folge starten, weil du bist schon so ready mit deinen, mit den gefährlichen Zehen, würde ich gerne noch ein kurzes Thema, ein aktuelles Thema ansprechen. Denn, machen wir immer kurz, gestern ist eine Influencerin verstorben, beziehungsweise hat sie Suizid begangen. Und ich möchte gar nicht negativ hier in dieser Folge anfangen, aber ich möchte nochmal auf alle da draußen hinweisen. Du weißt nie, was du auf Social Media siehst, beziehungsweise wie der Mensch dahinter tickt. Seid bitte auch in dieser Zeit, gerade aktuell, vorsichtig mit euren Freunden. Fragt lieber zweimal nach, wie es dem geht. Wenn jemand reden möchte, quatscht mit dem, hört zu und seid einfach, beware with your friends. So, seid bitte vorsichtig, wir möchten nicht, dass sowas mehr passiert. Ja, seid bedacht mit Worten und Dingen, die ihr sagt und euch vielleicht keine Gedanken drüber macht, aber die vielleicht was Größeres oder Schlimmes auslösen können in anderen Menschen. Ja, ich möchte jetzt hier auch gar nicht so viel den Instagram oder so zeigen, sondern einfach nur, was ihr auf Social Media seht, bedeutet nicht, dass das die Reality ist. Und hier sieht man wieder, was das sein kann, weil sie war ein Topmodel und sie war Influencerin und dann ist sowas passiert, das ist sehr, sehr schrecklich. Deswegen, beware of your friends und auf deine engsten Leute. Das wollte ich nur mitteilen, bevor wir hier loslegen. Hammer. Jetzt geht's ab. Okay, pass auf, wir starten mit den gefährlichen Zehen, bevor du dich vorstellen darfst. Und zwar ist es so ein Entweder-Oder-Spiel. Ich sag immer zwei Sachen und du sagst einfach aus dem Bauch raus, was besser passt zu dir. Okay. Toi, toi, toi. Krawatte oder Fliege? Fliege. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Herz oder Kopf? Herz. Denken oder machen? Machen. Class oder Battle? Battle. Glück oder Zufall? Glück. Schnelles Temperament oder Kontrolle? Schnelles Temperament. Leider. Sogar mit diesem Intelligent oder lustig? Intelligent. Vergangenheit oder Gegenwart? Gegenwart. Jogginghose oder Jeans? Ich trage jetzt Jeans, gerade aber ich Jogginghose. Abwechslung oder Routine? Boah, das ist eine gute Frage, weil ich bin Fan von beiden. Aha. So, ist echt schwer gerade. Ich habe gelernt, das ist jetzt kein Entweder-Oder, aber ich habe gelernt, in letzter Zeit ist Routine wichtig. Deswegen sage ich jetzt Routine. Okay. Lehrer oder Freestyler? Freestyler. Sneakers von Puma oder Nike? Nike. Okay. Nike. Du hast es geschafft, das waren die gefährlichen 10. Ich glaube, keiner hat die so souverän beantwortet. Ja. So, du hast auf allem direkt so bam, 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 vieles Ding. Du sagst, Routine ist dir momentan, oder hast du in der letzten Zeit gemerkt, boah, ist voll wichtig. Was hat sich verändert in deinem Leben? Ich habe gemerkt, dass Routine mir echt sehr viel gegeben hat, viel Disziplin auch, weil Disziplin ist so gesehen basierend auf Routine. Und, hast du da ein Beispiel? Was hast du vorher vielleicht nicht so routiniert gemacht? Oder ich habe mich selten gedehnt. Ich habe mir wenig Zeit für mich genommen. Ich bin morgens früh einfach aufgestanden, habe direkt angefangen, den Tag zu starten. Jetzt ist es aber so, dass ich immer eine Routine habe, morgens früh aufstehe, erst Yoga mache, mich dehne. Ach, krass. Und dann mein Papierkram mache. Als Selbstständiger muss ich ja sowas machen. Ja. Und fange dann eben an, Richtung Tag zu gehen und das auf mich zukommen zu lassen. Aber sonst habe ich nie sowas gehabt. Ich habe keine Routine gehabt. Ich habe einfach angefangen irgendwie. So, aber jetzt war ich immer so, okay, ey, Fitness ist am Start.
Yoga musst du machen, du machst dein Papierkram früh, morgens schon fertig. Mhm. Ich habe eine Routine auch in meinem Schlaf sogar, mein Schlafrhythmus. So, ich achte sogar auf das. Also, es ist mir ganz, ganz wichtig geworden, auch mein Training und so alles, dass alles routiniert angeht. Alleine meine Classes haben einen ganz anderen Aufbau, sind routinierter, wie ich mein Warm-up mache und all sowas. Geil. So, und ich habe gemerkt, dass es sehr, sehr ausschlaggebend ist und sehr wichtig auch einfach fürs Auftreten, für deren Entwicklung, weil alles immer nur so aufs im Moment Leben machen, ist auch nice, aber es sollte, glaube ich, eine gesunde Mitte sein. Ja. Und du, sagst du jetzt, das ist eher, also das ist gekommen, weil du jetzt älter und reifer geworden bist, weil du größere Jobs machst oder weil du jetzt durch Corona oder irgendwie so bewusster geworden bist? Gab es da irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mal irgendwie ein bisschen anderes handeln? Also das hat nichts mit Corona zu tun, das habe ich auch vorher schon gecheckt. Okay. Aber ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass ich einfach viel Verantwortung trage als Tänzer und als Geschäftsführer, als Arbeitgeber und für das, was ich alles gemacht habe, habe ich Verantwortung. Ich kann es nicht auf mich hocken lassen und tun, als wäre nichts. Sondern ich will ja auch was für die Community tun. Und ich weiß auch, wenn so Jobs, große Jobs ankommen, die wollen auch Routine, die wollen, dass du jeden Tag auch denen mal antwortest und denen ein Update gibst und Feedback und dass du weißt, wie ein Job auch zu handigen ist und so. Mhm. Und das kriegt man eben wirklich nur durch Routine, durch Machen jeden Tag und sich Learning by Doing. Und nicht einfach mal, heute mache ich das, heute mache ich dies, dann mache ich dies, heute habe ich darauf Bock. So. Ja. Und das habe ich auch ehrlich gesagt viel durch Fitness gelernt. Weil ich habe echt oft Probleme gehabt. So. Ich hatte Verletzungen am Fuß, hatte Rückenschmerzen und bin dann nur ab und zu zum Training gegangen, so ins Fitnessstudio. Ja. Irgendwann habe ich gemerkt, so, da hat jeder Physio zu mir gesagt, so, ey, guck mal, du musst viel mehr Sport machen. So. Du kannst nicht nur chillen. Hör mal. Du kannst nicht nur tanzen und erwarten, dass es so weitergeht. Du wirst älter, dein Körper braucht jetzt Unterstützung und das kommt durch Fitness. Und dann habe ich gemerkt, so, ey, ich muss mich pushen, ich muss diszipliniert ins Training. Jeden Morgen bin ich dann ins Fitnessstudio, jeden Morgen. Ich habe öfters Fitness gemacht als tanzen. Krass. Und das hat dann mir so eine Routine gegeben und ich habe mich auch sehr gut gefühlt und habe ich gemerkt, so, ey, guck mal, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, Disziplin, Routine, das zu machen. Mhm. Ja, aber das widerspricht ein bisschen das, was ich dann, wenn ich freestyle, weil da gibt es keine Routine. Ja. So, deswegen sage ich, ist eine gute Mitte, sehr wichtig, Abwechslung zu haben, aber auch eine Routine. Ja. Gibt es denn da so ein Mindset, das dich irgendwie schon immer begleitet hat oder das sich vielleicht auch dadurch noch mehr entwickelt hat? Ja, mein Mindset ist immer harte Arbeit, ne? Viel arbeiten, Dedication, das sind so mein Mindset, so nie nachlassen, wenn viele Ziele setzen und versuchen, die meisten davon auch umzusetzen und wenn du dann die Ziele, das war lustig, ich habe vor ein paar Wochen mir nochmal in mein Notizbuch geschaut und habe gesehen, so, ich habe meine Ziele aufgeschrieben und ich habe wirklich 90% der Ziele, die ich aufgeschrieben habe, alle erreicht. Sick. Und es war für mich so, okay, krass, siehst du, darum geht's, schreib dir die Sachen auf, so halt dich dran, so, und dann sei diszipliniert und zieh dein Ding einfach durch. Und dann kommst du auch schon von selbst dahin. Manchmal musst du auch nicht mal bewusst dran denken. Du hast es immer im Unterbewusstsein deine Ziele. Und wenn du dann einfach nur hart arbeitest und dedicated bist, dann erreichst du von selbst diese ganzen Sachen. See. So, ich hatte vor 2 Jahren, habe ich mir geschrieben, ich will einen zweiten Sponsor haben. Ich habe letztes Jahr einen neuen Sponsor bekommen. So. Geil. Und das war jetzt nicht so, dass ich zu Red Bull gegangen bin, den jeder geschrieben habe, bitte, bitte nimm mich. Ja. Nein, ich habe einfach dedicated mein Ding gemacht, so weiter gearbeitet, immer weiter fleißig trainiert und habe immer versucht, besser zu werden, jeden Tag. Und nicht nur jedes Jahr, sondern jeden Tag war es für mich wichtig, besser zu werden, menschlich, tänzerisch, künstlerisch. Mhm. Und das war so die Routine. Und dann habe ich gemerkt, so, das ist alles ist Routine. So, Routine ist wirklich das A und O. Mhm. Und es hat mir an vielen Sachen auch geholfen. Ich wollte gerade sagen, das ist mega inspirierend und fasst voll vieles zusammen, was wir so in den letzten Folgen auch irgendwie so geredet haben. Immer wieder als Thema hatten. Ja, immer wieder als Thema hatten, weil die meisten fragen uns, wie wird man das und das und das? Wie schafft man das und das und das? Aber das ist so der beste Beweis, wie man alles handhaben kann. Weil das hätte jetzt noch nicht mal tanzen sein können. Das könnte ja auch alles andere sein. Oder ich meine, du tanzt ja gar nicht mehr nur noch. Du bist ja tatsächlich jetzt Schauspieler. Du bist hier Geschäftsführer. Du bist Tanzlehrer. Tänzer natürlich auch noch. Wenn du die Zeit noch hättest, würdest du noch Battles machen? Abgesehen jetzt von der Zeit oder so. Würdest du selber noch zu Battles gehen? Ja, oder hast du gar nicht mehr Zeit dazu? Ja, doch, doch. Battles ist das, was so das Feuer in mir noch wach hält. Ja, okay, so, geil. Und ich glaube, wenn das Feuer in mir erlöscht, dann... dann schwierig. Dann wird es schwierig. Dann werde ich, glaube ich, nur noch Businessman. Mhm. So, aber ich habe Bock. In jedem Training finde ich irgendwie neue Sachen, die mich inspirieren selber durch mein Tanzen. Mhm. Und das ist für mich Motivation. Das heißt, ich entwickle mich, ich wachse immer noch, auch tänzerisch. Deswegen werde ich immer weitermachen. Ja.
Mega, wir haben direkt schon so krass angefangen. Ja, stell dich doch erstmal kurz vor. So, ja, mein Name ist Majid Kessab, ich bin 27 Jahre alt. Das Licht ist ausgegangen. Ist aber gut. I don't know. Whatever, das hier passt. Ja, genau. Ich bin Majid Kessab, bin 27 Jahre alt, tanze seit über 18 Jahren jetzt. Bin Geschäftsführer von der Area UDC, hab noch... ich habe viele Sachen, die viele nicht wissen. Ich habe noch eine Agentur, Modelagentur. Kennst du die Agentur? Geil. Ja, genau. Ich schauspiele. Ich fange gerade ein bisschen zu schauspielen. So habe ich schon eine Serie gedreht. Komme jetzt im Kinofilm raus im September. Ich habe ein bisschen Faden verloren. Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte irgendwas noch sagen. Du hast von deiner Agentur erzählt? Vielleicht genau, Agentur, dann Schule. Ich wollte vor allen Dingen, also pass auf. Den finden wir wieder. Ah, genau, ich bin Organizer. Ich hatte eine Veranstaltung, die ich seit 6 Jahren führe. Letztes Jahr leider ausgefallen. Ja. Mit dem Team hier. Ja. Also es passiert eigentlich sehr viel. Manchmal vergesse ich selber, was ich mache. So, ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ja. Nein, da würde ich direkt eine Frage anschließen, die aus der Community nämlich kam, weil du jetzt gesagt hast, du hast vor 18 Jahren angefangen. Was hat dich zum Tanzen motiviert, beziehungsweise wie kamst du überhaupt dazu? Was ist da los gewesen? Ja. Wahrscheinlich hier in Krefeld? Ja, hier in Krefeld, ja. Dachte ich. Aber lustig ist, ich wollte eigentlich nie tanzen. Sondern? Ich wurde gezwungen von meiner Schwester, ja. Wir hatten schon so viele Fußballer, das ist so crazy. Das ist echt aber verrückt. Es ist Deutschland, was wir machen. Ja, Deutschland ist echt so. Wechseln mit sowas auf. Ja. Genau, ich wollte eigentlich nie tanzen, ich wollte immer Fußball spielen, aber meine Schwester hat gesehen, dass ich mal zu Hause meinen Vater nachgetanzt habe. So. Mein Vater cool. tanzte Folklore und so, war sehr gut da drin, ne? Der und mein großer Cousin. Und ich habe den immer nachgeahmt und die so, ja, ich glaube, der hat Talent, lass den mal da hinschicken. Und ich wollte nicht, ich weiß noch, wie ich mich dagegen gestellt habe, die ersten Stunden. Also hast du Folklore angefangen, oder was? Nee, ich bin zu Hip-Hop-Classes so, gegangen, okay. Aber sie hat gesehen, dass ich Lust auf Tanzen habe und immer, wenn Musik an war, in der Zeit von ihr, wo viel Backstreet Boys war und so, bin ich auf jede Backstreet Boys Track bin ich durchgedreht. Wie alt warst du dann, als angefangen hast? 8, 9. Also ich habe vorher schon oft zu Hause getanzt, aber so mit 8, 9 hat sie gesagt, komm, wir bringen dich jetzt mal in eine Tanzschule. Und dann habe ich aber Glück gehabt, dass ich dann in die Tanzschule hier in Krefeld gekommen bin, wo auch der Trainer wirklich Ahnung von Hip-Hop hatte und mir gute Sachen beigebracht hat. Erstmal riesen Shoutout an E.T. Das war mein erster Trainer überhaupt. Oh wow, cool. Und der hat mir viel Popping, Breaking und sowas beigebracht, auch Richtung Hip-Hop. Und ich habe einfach rumgetanzt. Es gibt so Videoaufnahmen von mir, wie ich auf der größten Straßenmodenschau in Krefeld, die war ja hier auf der ganzen Welt. Die größte Straßenmundschau der Welt war hier in Krefeld. Krass. Genau, aber die größte Straßenmundschau, also jetzt keine irgendwo geschlossene. Yeah. Und die war hier in Krefeld und da bin ich in meinem ersten Jahr direkt aufgetreten. Ich habe so Videos, wie ich da so einfach so Boogie mache und ein bisschen Wave und dann mische ich das mit Locking und Breaking und irgendwann habe ich ein bisschen Crump gemacht. Also das ist gut, ich hatte einfach immer Interesse daran, mich weiterzuentwickeln, andere Style zu lernen. Das war auch, glaube ich, ein riesen Vorteil bei mir als Tänzer, dass ich mich nicht irgendwie auf eine Sache nur eingeschränkt habe. Am Anfang, was wichtig ist. Und dann, ging es so los. Und da war ich so voll interessiert daran und wollte immer mehr davon. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich in der Tanzschule nicht mehr viel weiterkomme. Ja. So, und habe mir die Zeit genommen, für mich selber zu trainieren. Und dann kam das Wichtigste überhaupt, Jugendzentrum. Da hat man seine ganze Zeit verbracht. Man ist von der Schule aus ins Jugendzentrum, hat seine Jungs kennengelernt, Mädels, mit denen man so abhängt und trainiert. Und dann haben wir einfach jeden Tag 3, 4 Stunden, 5 Stunden trainiert. Und so kam ich einfach rein. Also ich habe nicht angefangen, weil ich gedacht habe, ich will krass werden damit. Mhm. Ich will eine Tanzschule führen. Ich will der Welttänzer werden. Früher hat man aber auch gar nicht so darüber nachgedacht. Nee, sondern hat es dann Spaß gemacht. Da hast du einfach angefangen, weil man es so gefühlt hat. Wenn man sagt, so, hey, das ist voll mein Ding. Ich gehe da voll auf. Das ist so voll die Leidenschaft. Kurze Frage. Du hast in der Tanzschule angefangen, aber Choreografie zu lernen. Also quasi hast du da Classes genommen und dann im Jugendzentrum Freestyle gelernt? Oder? Genau. Also ich habe in der Tanzschule erst Classes genommen. Ich hatte E.T. als Trainer, der mir Breaking Hip-Hop beigebracht hat, auch Popping. Und ich hatte einen Choreo-Class-Trainer, der nennt sich Tucker. Mhm. Und Tucker kam aus New York und ist auch ein super cooler Homie von Mr. Wiggles. Mhm. Und das habe ich erst später herausgefunden alles so. Und die haben mir dann immer echt gute Sachen mitgegeben. Und Tucker hat mich immer unterstützt und meinte, ey, du hast was drauf, Junge, zieh durch. Und, irgendwann habe ich auch gemerkt, so, okay, cool, ich habe hier viel gelernt, aber ich glaube, ich kann mehr als das, weil ich kann freestylen. Weil ich habe mich im ersten Jahr direkt auf eine Bühne getraut vor 6.000, 7.000 Menschen und habe direkt freestylen. Geil. So, und dann habe ich mir gedacht, ich will das kennenlernen. Und dann im Jugendzentrum siehst du dann Leute unten in der Disco, im Jugendzentrum, die trainieren alle.
Freestyle ein bisschen. Disco. Sagt man noch Disco heutzutage? Ja, Dance-Club. Dance-Club. Wir haben es Jugendhaus-Disco genannt. So, da war auch alles, ja, waren auch die Lichter und so da. Und dann habe ich auch so Leute wie Pompon kennengelernt, auch ein ganz alter Tänzer hier aus Krefeld. Krefeld hatte ja viel drauf gehabt. Ja. Krefeld hat auch die ganzen Tänzer, die man jetzt kennt. Hat ja immer noch drauf, ne? Ja, aber ich meine, so allgemein war breiter von der Aufstellung hier auf jeden Fall. Cool. So ein Ricardo und so. Ricardo war auch ein Trainer von mir, der hat mich auch im Chorus noch stark geteacht und wir haben auch viel Freestyle von ihm gelernt. Mhm. Ich und ein Junge namens Lam. Wir haben viel mit Ricardo trainiert und viel mit dem gemacht und haben auch so ein bisschen so seinen Style gehabt, so vom Tanzen her. Und das war so der Einstieg auch in Richtung Freestyle, ne? Und dann hat sich das einfach entwickelt. Ich bin dann auf Battles gefahren und habe Workshops genommen und bin um die Welt gereist, weil ich einfach Bock hatte, sowas mitzuerleben, weißt du? Und dann war es natürlich für mich 2009 ein Riesenziel, Just Wu zu gewinnen, weil ich 2008 Just Wu Paris saß, in Bercy und mir das Ganze anguckt habe. Und da war ich so, okay, ey, ich muss mir das Ding einmal holen. Also, und das war dann natürlich mein Ziel und das hat mich so gepusht, weiter zu trainieren und weiterzukommen. Und so bin ich komplett reingerutscht ins Freestyle. Für die Choreo-Menschen, wie gesagt, unser Podcast trennt hier nichts, das ist Tanz, Tanz, aber die, wenn viele jetzt aus Tanzschulen kommen, erzähl einmal kurz, was ist Just a Boo? Just a Boo ist die Weltmeisterschaft in urbanen Tänzen, in den urbanen Dance-Styles und ist ein Duo-Battle und das ist echt, das gibt es seit 18 Jahren, wenn ich nicht weiß, 15, 16, 18, ich weiß gar nicht mehr. Was da schon passiert ist auf der Bühne, ist... Es ist nicht nur das Größte vom Event her, aber auch von der Aufstellung her, was für Leute da hinkommen, die ganze Welt kommt dahin. Ja. Du hast dann Zuschauer von 15.000 Menschen, die dir zugucken. Das ist nur eine Halle, die Beyoncé eigentlich füllt mit ihren Konzerten und dann ist das ein Tanzbattle einfach. Ja. Und es ist ein Tanzbattle, also ist vielleicht echt ein Battle. Die Leute gehen da hin und die zerfetzen sich auf der Bühne vor 15.000 Menschen das in Paris. Das ist so geisteskrank. Ja, war wahrscheinlich letztes Jahr dann auch nicht... kann ich mir gut vorstellen. Ja, es war die Vorentscheidung, ich habe sogar mitgemacht. Ach krass. Ja, ich bin auch durchgekommen mit Frankie D. Ja. Aber dann haben die das Finale am Tag davor einfach abgesagt. Boah, shit. Ja. Das war mein Ziel, weil ich wollte es dreimal holen, weil ich wäre der einzige Tänzer überhaupt in Hip-Hop, der dreimal geholt hätte. Und das war eigentlich mein Ansporn, warum ich mitmache. Ja, wir waren sowas von ready, Frankie und ich, aber... Hart. Sollte nicht sein. Komm, ist es weiß man nicht. Es kann sein, dass es nicht mehr macht. Er hat angesagt, dass er es nicht mehr stattfinden lässt, dass er nicht mehr organisieren will. Aber es ist, glaube ich, auch so eine Masche, die viele machen. Mal gucken. Wir gucken erstmal so. Ja. Warten wir einfach mal ab. Du musst ja mit allem irgendwie gerade so ein bisschen Werbung machen und gucken, spekulieren. Und, so Leute heiß machen, heiß bleiben lassen. Geil. Und wann kam es dazu, dass du dann gesagt hast, boah, ich mache jetzt auch eine eigene Tanzschule auf, weil das jetzt auch noch gerade nebenbei funktioniert und passt. Das ist auch wieder eine lustige Story, weil das erste Mal, als ich eine Tanzschule betreten habe hier in Krefeld, habe ich mir das angeguckt. Ich so, boah, ich will sowas auch haben. Ja, geil. Also die ersten paar Stunden, wo ich da war, ich habe mir das immer angeguckt. Ich so, boah, wie geil, hier kommen Leute tanzen, die setzen sich hier hin, die sprechen miteinander, die können hier Zeit verbringen. So, und dann war ich so, boah, ja, ich will eine Tanzschule haben. Mhm. Und dann, nachdem ich noch im Jugendzentrum viel Zeit verbracht habe, war es für mich so, ich muss den Charakter vom Jugendzentrum mit reinnehmen. Dieses Herzliche, dass wir familiär sind, dass es nicht nur um Geschäfte geht, dass man sich auch gegenseitig unterstützt, wenn man auch nichts dafür kriegt oder gibt. Und diesen Charakter wollte ich unbedingt dann haben und habe dann auch echt alle, die mit mir trainiert haben, viel eingestellt. Die unterrichten, alle, die hier unterrichten, die haben alle mit uns im Jugendzentrum getanzt. Und genau, und das war für mich so, okay, Tanzschule, Jugendzentrum, ich brauche auf jeden Fall was. Und dann kamen die Jungs, Mo und Lam. Lam habe ich ja gerade erzählt, mit dem habe ich auch viel oft getanzt. Und die hatten auch die Idee, die hatten schon miteinander gesprochen und hatten die Idee. Und dann hatte Lam dem Mo gesagt, ey, der Marges hat auch mal von erzählt, dass der eine Tanzschule machen will. Und dann kamen die einfach auf mich zu, meinten, ey, wir haben eine Räumlichkeit, sollen wir einfach mal starten? Und dann war ich einfach so, ey, komm, warum nicht, Alter, was können wir verlieren? So, lass uns anfangen, lass uns einfach reingehen. Geil. Dann haben wir unsere erste Tanzschule im Bahnhof gehabt. Ja, genau. Und haben das Ganze einfach gestartet, mit gar keinem Wissen, gar keinem Knowledge. Ja, aber wenn ihr alle drei den gleichen Drang und das gleiche Ziel habt, dann würde ich auch sagen, jetzt kommen. Wir haben auch alles selber gebaut. Wir haben alles selber kaputt gemacht, selber gebaut. selber kaputt aber gemacht. Ihr lacht gerade, das, was hier steht, haben wir auch selber gebaut. Ja, geil. Die ganzen Wände sind selber von uns gebaut, da ist keine Firma gekommen. So. Cool. Und das war so für uns immer so der Drang, so. Das war so, ja, das ist das Geile dran. Alles aus eigener Hand, nicht immer nur Leute bezahlen und denen Geld geben und macht für uns, sondern dass man sagt, wir haben es selber gemacht, wir haben es selber auf die Beine gestellt, da war kein, so, den Support haben wir uns gegenseitig untereinander gegeben, wir haben jetzt nicht irgendwie von irgendjemandem Investor was haben wollen oder so, nein, wir machen es selber. Geil. Ja,
Ja, das ist auch eine ganz andere Art von Stolz, die man dann am Schluss hat, wenn man dann auch hier reinkommt und wenn die Leute kommen und das sehen. Und man merkt, also man merkt, dass das hier von euch ist und nicht von jemandem so ein Innenarchitekt eingerichtetes, weißt du, was ich meine? Ja, so manchmal kommt man so rein, dann sieht man, oh, das sieht aber sehr akkurat aus, das ist auch schön, kann voll schön sein. Und hier ist genau dieses Feeling, was du meinst, so, boah, nee, dann sind da noch so Hocker und da ist noch so ein Klavier und da bauen wir noch das hin und da finde ich das ganz cool. Genau. Mega, so, das ist mega. Jetzt bist du dann noch, also du hast im Jugendzentrum hast du dann deinen Freestyle gemacht, dann Just the Boo wolltest du dreimal gewinnen, jetzt hast du deine Tanzschule und jetzt letztes Jahr ist, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob das für dich dein größtes Ziel war, was heißt größtes Ziel, aber einer der Ziele war ja auch der zweite Sponsor und jetzt bist du einfach mit Red Bull am Start. Wie ist das? Wie ist das Feeling, wenn man als Athlet bei, ich glaube, dem größten Sponsor, was Sport angeht, sein kann? Was mich noch stolzer gemacht hat, als nur bei Red Bull zu arbeiten, dass ich Snipes und Red Bull habe. Ja, so wie, also diese beiden zusammen ist schon geisteskrank. Genau, das war für mich einfach nochmal so ein ey, Majid, du machst eine gute Arbeit. Ja, Mann. Die Disziplin, die Dedication, die du dahinter stellst und steckst, ist wichtig. Deswegen wollen die auch mit dir arbeiten. Und du bist immer einfach du und du willst immer 100% geben. Deswegen will auch ein Red Bull mit dir arbeiten. Weil es gibt, ey, ich bin ehrlich, es gibt, glaube ich, zigtausend andere bessere Tänzer als ich auf der Welt. Aber es geht nicht nur um das Tanzen, dass man was drauf hat, sondern was ist da für eine Person, Charakter, was für die Person, an was denkt die Person, wie weit denkt sie. Und das war ausschlaggebend. Als ich meine ersten Gespräche mit Red Bull hatte, war das für die ausschlaggebend. So. Und warst du aufgeregt? Ich bin ganz ehrlich, ne? Also ich will nicht abgehoben mich anhören, aber ich glaube an Manifestieren und ich wusste, dass sie mich anfragen. Okay, geil. Ich wusste, ich habe es einfach im Gefühl gehabt. Ich wurde 2017 einmal kurz angefragt, ob ich Interesse hätte, sowas zu machen. Und dann lag es einfach jetzt fast. Es lag in der Luft die ganze Zeit. Genau. Ja. Und dann habe ich von Red Bull Germany mitbekommen, dass International seit 3 Jahren mich auf dem Radar hat und dass sie dieses Jahr das verwirklichen wollten. Und ich war so, boah, krass, ich wusste es einfach. So. Und dann kommt einfach so die Anfrage von Red Bull. Ja. Und so ich war, als er angerufen hat. Snipes hattest du vorher, gell? Snipes ist so loyal wie noch nie. Ich bin mit Snipes seit 2014 im Vertrag. Geil. So, das Snipes ist auch mega schön. Snipes ist auch für mich eine ganz andere Beziehung. Ja. So, weil Snipes hat mich unterstützt, wo ich noch... ich habe Just the Boom, Got to Dance gewonnen, aber es war ja der Anfang gerade von der Karriere. Auch wenn man sowas gewonnen hat, heißt ja nichts. So, was macht man daraus? Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist genauso wie voll viele erzählen immer so, boah, DSDS-Gewinner, man hört nichts mehr. Aber weil die danach dann auch eben nicht diesen Effort machen, um dann weiterzuarbeiten, um weiter erfolgreich auch zu bleiben oder damit zu arbeiten. Genau. Und Snipes war da am Start, wo ich noch klein gedacht habe und klein kariert war von meinem Vision her und hat mich da immer unterstützt und hat mich supportet und ich habe die aber auch immer supportet und das war einfach dieser Austausch zwischen Snipes und mir ist einfach so loyal und ehrlich und gut, dass ich echt happy bin und auch sehr stolz drauf, dass wir so lange jetzt zusammen schon arbeiten und jetzt noch Red Bull mit ins Boot zu holen, ist für mich das wichtig, auch sehr wichtig, weil wir dann einfach so 3 Parteien sind, womit wir echt was Großes machen können, nicht nur für mich persönlich, aber auch so für die Community. Und das ist auch mein Ziel. Deswegen würde ich nicht organisieren oder eine Tanzschule führen und selber 5 Kurse geben in der Woche, wenn es nicht nur für die Community wäre. Ja. Das ist auch die Verantwortung, wo du am Anfang schon gesagt hast, die du halt trägst und die du aber auch weißt, wie du sie tragen musst und was richtig. Das mit sich bringt quasi. Kleiner Side-Effekt, weil ich möchte auch sagen, dass Snipes sehr loyal und wir sind sehr loyal miteinander, auch wenn das kein Sponsor von mir ist. Aber jedes Mal, wenn ich in Snipes einkaufen gehe, dann gibt es ja die Snipes Member Card. Ja. Und ich habe die allererste Member Card, die es jemals bei Snipes gab und die ist 13, 14 Jahre alt. Krass. Und ich habe die immer noch. Und immer, wenn ich mit der Snipes Member Karte bezahle, dann gucken mich immer alle an, so. Seit wann hast du die denn? Die gibt es überhaupt gar nicht mehr, weil die wird nicht mehr produziert und das ist so eine ganz alte, die hat auch schon so einen leichten Riss. Aber ich sag mal, nein. Nein, die funktionieren noch. Die funktionieren noch. Und Snipes, das war der erste große Laden, ich werde niemals vergessen. Den gab es früher, gab es in Bonn, Snipes Outlet. Und damals hatte ich meine erste Crew
So, da war ich 14, 15 und wir wollten uns so Klamotten kaufen für einen Auftritt oder so. Ja, wir kennen da was. Da habe ich noch in so einem kleinen Ort gewohnt, wo ich herkomme. Und lass mal zum Snipes Outlet fahren. Das ist so ein Hip-Hop-Store. Ja, okay. Fährst du da so hin, kommst du hin. Da haben wir uns eingekleidet, hatten überall so Tüten. Und da habe ich meine erste Snipes Member Card bekommen. Das war geil. So, du wolltest mit Fragen starten und du hast einfach, wir haben so viele Fragen bekommen. Let's go. Vor allem haben ganz viele Fragen damit angefangen, boah, endlich. endlich. Und ich glaube, das passt gerade voll gut dazu. Was hat dich an deiner Karriere oder in deiner Karriere am meisten überrascht? Alles. Ich sag ja, ey, ich bin niemals mit dem Gedanken reingegangen, ich hole mir Just a Boo, ich das und so. Ich habe ja einfach nur angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat und ich im Jugendzentrum Leute gefunden habe, die mit mir die gleiche Leidenschaft hatten. So. Und dass ich auf einmal um die Welt reisen darf. Ich reise seit 2011, ich weiß noch, 2011, Mai war das, habe ich meine erste internationale Reise nach Russland gemacht. Das war für einen mickrigen Preis, aber ist mir auch egal gewesen. So, das war 2011, so, das sind vor 10 Jahren und seit 10 Jahren reise ich um die Welt. Mit der Leidenschaft, durfte Battles gewinnen, habe 2 Hauptsponsoren bekommen, habe eine eigene Tanzschule, eine Agentur, ich veranstalte, mache was für die Community. Ich hätte niemals daran gedacht so früher. So. Deswegen ist eigentlich alles überraschend, aber überraschend nicht, weil ich mir denke, so, ich hätte es nicht verdient oder so. Einfach überraschend, dass es wirklich klappt, wenn man echt hart arbeitet und dedicated ist. Ja. War das so wichtig, das hatten wir so oft jetzt schon im Podcast, dieses harte Arbeiten und dass es sich wirklich auch auszahlt. Und ganz, ganz wichtig, ihr müsst viele denken, das hat nur damit zu tun, aber wichtiger ist auch wirklich an sich zu glauben. Ich habe so oft Just a Boo nicht gewonnen, weil ich eine Millisekunde gezweifelt habe, ob ich es drauf habe. Und dann habe ich verloren. Ich habe 2 Just a Boo gewonnen, weil ich bei den 2 Malen 100% sicher war, ich gewinne. Ich habe sogar beim ersten Mal eine Ansage mit Frankie D gemacht und habe gesagt, wir werden dieses Jahr gewinnen. Und wir haben echt gewonnen. So, das ist also wichtig ist auch, dass man immer an sich glaubt, nicht hochmütig wird oder irgendwie abfliegt und sich denkt, so, ich bin der Krasseste. Nein, einfach glaubt an eure Skills, glaubt an die Sache, die ihr macht. So, ihr müsst euch selber etwas gönnen können für die ganze Arbeit und das Training und den Fleiß. Und dann kommt der Rest von selbst. So, also es hat nicht nur mit harter Arbeit zu tun, sondern auch den Glauben an sich selber. Ja. Das ist auch einfach so wichtig bei allem, was du tust. Geil. Voll, das hat auch gerade noch eine Frage beantwortet, die war, ob du an deiner Tanzkarriere gezweifelt hast oder immer fest daran geglaubt hast. Aber das... Ich habe immer an mich geglaubt. Meistens ja. Wenn ich eine Millisekunde gezweifelt habe, habe ich daneben gehauen und wusste aber, okay, das hat nicht an meinem Tanzen gelegen gerade, sondern daran, dass ich gezweifelt habe. Krass. Ja. Wie würdest du deine Beziehung zum Tanzen beschreiben an jemanden, der dich nicht kennt? Das ist für mich ein Ventil auf jeden Fall. Okay. Tanzen ist für mich ein Ventil. Es ist, wie jeder Zweite sagen würde, meine Universal Language. Also wie ich gerade mit euch spreche, konnte ich in der Schule gar nicht. Ich konnte vor Menschen nicht sprechen. Ich war so schlecht. Ich hatte so Schiss. Ich habe mir fast in die Hose gemacht, wenn ich ein Referat machen musste. Krass. Ich habe genuschelt des Grauens. So. Ich habe erst in den letzten Jahren richtig verstanden, dass mein Nuscheln so weggehen kann. Und ich habe Übungen angefangen und so Sachen auch. Das ist für mich auch wichtig gewesen. Aber ich konnte vor keinem richtig reden. Ich war immer so voll, nicht schüchtern, aber ich war so... Oh. Da habe ich an mir gezweifelt. Ich habe menschlich immer an mir gezweifelt. Kann ich das? Kann ich die Sprache? Kann ich überhaupt reden? Bin ich so doof oder so? Was ist an mir so? Weißt du? Und das war für mich immer so ein, okay, kacke. Und dann tanzen war für mich immer so dieses Ventil von, ey, warte, was denke ich mir da? Ich guck mal, was ich drauf habe. Ich kann tanzen. Ja, ich hab Skills, Mann. Ich bin die Person. Und das hat mir immer mehr Charakter gegeben und hat mich echt gestärkt. Von innen auch. Was außen an Charisma, Aura war mir eigentlich egal erstmal, weil das kriegst du ja echt nur, wenn das Innere in dir stark ist. Ja. Und das hat mich dann immer so gestärkt und das hat mir auch beigebracht, so ey, wenn du so vor Menschen tanzen kannst, dann kannst du auch so reden. So. Find einen Weg und find's heraus. Und das hat mich dann dazu gebracht, also, das Tanzen für mich meine Sprache ist, zu allem so. Ob es ein Business ist, ob es über Bücher ist mir egal, ob es jetzt in der Schule ist, was weiß ich, ob ich jetzt über, wie gesagt, über Business-Gelder rede. Ich hatte mir so viel Selbstbewusstsein, so viel Confidence gegeben, sick, dass ich jetzt direkt mir, also euch meine Meinung sagen kann und mich dafür auch nicht schämen. Ohne schüchtern zu sein. Ja. Ja. Viele haben Angst davor. Ich hatte letztens, wenn wir jetzt darüber reden, ich hatte letztens im Clubhaus auch diese
dieses Thema von Support und wie deine Homies zu dir sein sollen und so, da waren die meisten, ja, deine Homies sollten dich immer supporten. Ich so, nein, das finde ich Schwachsinn. Deine Homies sollten ehrlich zu dir sein und auch sagen, du bist scheiße, Mann. Ja, Mann, wenn irgendwas passiert. Ja, wenn jemand dir das eher die ehrlichste Meinung gibt. Ja, und nicht immer dein Po, weißt du, schön pudern und sagen, nein, war super, ah, gut, aber innerlich so, Bro, das war doch nicht so gut. So, und diese Einstellung habe ich echt durch das Tanzen gelernt, weil ich gemerkt habe, wenn ich ehrlich bin und real mit meinem Tanzen umgehe, bin ich immer erfolgreich. Nicht erfolgreich mit Gewinnen, sondern ich fühle mich gut. So, okay, dann ist das der Weg, den ich im Leben auch gehen muss. Ich muss immer real bleiben, authentisch sein, meine ehrliche Meinung geben, entscheiden, nicht immer alles verschieben. Ja. Und das ist die Bindung zum Tanzen. Tanzen ist für mich jetzt nicht nur irgendeine Leidenschaft, das hat mir so viel gegeben im Leben. Das hat dein Leben verändert. Ja. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, es gibt ja keinen besseren Menschen als deine besten Freunde für Kritik. Ja. Weil was bringt dir, wenn du irgendwas auf Instagram postest und irgendein random Dude aus Hintertupfingen schreibt, ey, das ist voll kacke, ja, was willst du damit anfangen? Yeah. Aber wenn dein bester Freund, der dich persönlich kennt, der weiß, was du für Stärken hast, wie du lebst. Dass Meinung dir halt auch wichtig ist. Ja, voll. Ja. Das heißt, das ist so viel mehr wert, wenn ihr irgendwas seht. Und es das heißt ja nicht, ey, das machst du scheiße, sondern ey, guck mal, du kannst doch eigentlich den Weg gehen, du kannst doch eigentlich das machen, ey, guck mal, probier doch mal das aus, ich weiß doch genau, wie du drauf bist. So, das ist so viel mehr wert, deswegen, egal welchen besten Freund du hast, geh dahin und kritisier ihn. Oder sie. Okay, ich mach einfach mal weiter. Let's go. Was ist dir bei deiner Tanzschule besonders wichtig? Das Familiäre auf jeden Fall. Dass wir sehr familiär sind, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir auch einen Spot haben für die Leute, für Schüler. Schüler fragen auch mal nach, so, ey, darf ich mal hier rein, Fotos machen? Mhm. Und dass wir genau das auch machen, dass wir die Leute pushen zu anderen Sachen. Es gibt viele Schüler, die haben bei uns angefangen, die haben vielleicht die Leidenschaft im Tanzen verloren, aber haben durch uns andere Sachen kennengelernt, wie Fotografie, wie das, wie Make-up-Artisten, keine Ahnung, was auch immer so, und wir sind dann immer dahinter und unterstützen die und sagen, ja, komm, let's go, wir supporten dich, komm zu unserem Event, du willst Fotos machen, dann bist du die Fotografin oder der Fotograf. So, und die sind dann so, boah, danke schön, Eva hat mir den ersten Einstieg gegönnt und mir mitgegeben und so. Mach das bitte mehr, so. Mach bitte genauso mehr, weil das schöpft so viele neue Menschen und neue Leidenschaften. Voll. Und wir sind echt sehr familiär hier, wir kennen die ganzen Eltern, wir kennen die alle persönlich, so. Ich sag ja, wir haben angefangen ohne Wissen, wir haben das alles aufgebaut mit einem Jugendzentrum-Charakter und sind später Richtung Geschäft gegangen, indem wir herausgefunden, was Verwaltung ist, was dies ist. Was Steuern sind. Also, wichtig ist auch. So, was wichtig ist, um ein Geschäft auch am Leben zu halten, weißt du? Du kannst ja nicht nur damit leben. So. Mhm. Aber weil wir eben so angefangen, familiär angefangen haben mit dem Jugendzentrum-Charakter, stehen wir zu allen Schülern ganz eng. Geil. Und das ist für mich das Wichtigste. Mega. Immer Herz dabei. Ja. Nice. Okay, was ganz anderes. Hat er sein Studium? Hast du dein Studium abgeschlossen? Hast du ein Studium gemacht? Ich bin gerade auch so. Das heißt, er hat ein Studium. Ich habe Architektur angefangen zu studieren. Ein Jahr. War zum Ende hin auch ganz gut eigentlich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War sehr zeitaufwendig. Aber 2014, als ich die Tanzschule gegründet habe, musste ich mich entscheiden, Studium auf Eis legen oder nicht. Ich habe es auf Eis gelegt, habe es auch im Got to Dance Interview oft gesagt. da habe ich studiert noch so. Da war ich noch immatrikuliert, aber ob ich studiert habe, weiß ich gar nicht. Aber ich habe es danach eigentlich auf dem Eis gelegt, weil ich mich komplett fürs Tanzen entschieden habe. Mm. Und das war die beste Entscheidung. Voll. Es liegt auf immer noch Fall. Auf Eis. Also. Ja. Ist komplett auf Eis gelegt. Geil. Ich bin so. Jetzt könnte man nochmal. Also ich sage ganz ehrlich, wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass ich sage, ey, komm, ich muss jetzt irgendwas machen, ich habe Bock drauf, dann werde ich das beenden. Beziehungsweise ich würde es neu anfangen, weil. Ich habe nur ein Jahr gemacht, 2 Semester. Ja, dann ja, egal. Was war die beste Reise, die du gemacht hast? Boah, das ist was ganz Emotionales. Ich bin nach Philippinen geflogen zu einem Projekt, nennt sich HIPAA-VO. Und ich habe in den Slums gelebt für 2 Tage. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil ich habe echt gesehen, wie kleine Kinder ohne Eltern auf Gräbern geschlafen haben, neben Schädeln und so. Und die trotzdem so viel Lebensfreude hatten im Leben und so viele Menschen zum Lachen gebracht haben. Und die immer noch da, wenn du da hingehst und die haben kaum was in der Hand. Ich habe noch heute Kontakt mit der Mama, ich nenne die immer noch Mama, bei denen ich gelebt habe. Kontakt mit der und die haben so viel Lebensfreude, die geben nie auf und die singen und tanzen jeden Tag. Ich habe so viel aufgenommen. Es ist zu krass, diese Reise gewesen.
die haben mich so geprägt. Ich weiß noch, wir sind alle voll happy und so voll unsicher da rein, weil uns immer gesagt wurde, ja, das ist voll unsicher da. Mhm. Wir sind da hingekommen, die gucken dich erstmal so an, weil sie sich denken, was sind das für Menschen, warum wollen die hier mit Kameras? Aber wir hatten keine Kameras, wir waren komplett nackt, keine Handys, mhm, nichts. Und dann sind wir voll herzlich angenommen worden und dann haben wir Basketball mit den Kiddies gespielt, haben das gemacht, wir haben zusammen gegessen. Ich kann mich noch erinnern, als die Mama Mittagessen auf den Tisch gelegt hat, die hat einfach über die Hälfte mir gegeben und ihren Kindern und sich viel weniger gegeben. Mhm. Und das hat mich so, krass, berührt und das hat mir echt mein Herz nochmal komplett kaputt gemacht, neu aufgebaut, mhm, und meine ganzen Gedanken und meine Lebensweise komplett zerbrochen, kaputt gemacht. Und wir sind auch da rausgefahren, alle, wir waren mehrere Leute, wir waren alle in verschiedenen Häusern untergebracht, mhm, und wir sind alle so mit dem Kopf rausgefahren, so, waren so am Boden, weil wir gemerkt haben, so, ey, wir haben unser Leben, glaube ich, jahrelang falsch gelebt und haben so echt die Essenz vom Leben vollkommen vergessen. Krass. Wenn ich sehe, dass ein 10-Jähriger mir mehr Lebensfreude gegeben hat und der keine Eltern hat und echt auf Gräbern schläft, ich habe echt gesehen, wie der auf Gräbern schläft, ich habe Schädel gesehen, alles, und immer noch so viel Spaß am Leben hat, das ist für mich immer noch die beste Erfahrung, die ich hatte. Da kann kein Just Wu gegen ankommen, ja, da kann kein Got to Dance, kein Geld gegen ankommen. Das war die beste Lebenserfahrung, die ich jemals gesammelt habe. Und das nur in ein, zwei Tagen. Und was macht Hip-Hop for Hope? Oder wofür stand das, dass ihr da hingefahren seid? War ja jetzt nicht so, ach, ich will das jetzt erleben, damit es mir irgendwie besser geht im Leben. Sondern nee, es war mehr ein Fundraising-Event. Also, mhm, wir sind hingefahren, haben ein bisschen erlebt, was sie so machen und tun. Mhm. Haben denen auch ein bisschen Hip-Hop beigebracht. Okay, jeder hat denen cool ein bisschen Tanzen beigebracht. Dann gab es am Ende so ein Abschlussfest, wo dann so kleine Jams waren, Workshops, mm, Graffiti, ah, alles, was die Hip-Hop-Kultur also angeht. So, das auch denen mitgeben und genau, mal zeigen, genau, was es so gibt. Genau, und Steve One, der von Kazen Pictures, mhm, auch sehr lange schon mit dabei, der hat das Ganze mitgegründet und macht das immer noch jahrelang. Und ich bin ihm immer noch dankbar dafür, Steve, dass du mich da eingeladen hast und dass ich auch selber mitgemacht habe. Wir haben uns alles das selber bezahlt, es, mhm, wurde nicht bezahlt. Wir haben alle unsere Flüge bezahlt, unsere Hotels. Und ich sag ja, das war echt die beste Erfahrung, die ich jemals gesammelt habe, so, geil, das mitzukriegen. Und ja, es war schon mega. Da gibt es keine Erfahrung, die es jemals übertreffen wird. Egal, wie oft Just Wu gewinne. Klar, das sind Sachen, die wirst du dein Leben lang, also danach verändert man, wie du gerade gesagt hast, so seine Lebensansicht, so seine Lebensweise. So das, was, wie du übers Leben nachgedacht hast, das wird so auf einmal so, hä? Wow, das geht auch anders. Es, ja, geht auch, man kann auch anders leben und man kann, ja, auch anders sein Leben gestalten. Ja. Geil. Und Hip-Hop for Hope gibt es aber noch? Hip-Hop for Hope gibt es auch noch. Immer, ja, noch, also geht immer noch in diese Richtung, ja, ja, zum Aufklären, ja, ja, und sowas. Ja. So weit wie möglich, hängt immer von den Fundraisings und so ab, mhm, aber so weit wie möglich machen die das. Die waren danach, glaube ich, noch zweimal oder dreimal da, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Ich war da leider ein bisschen raus aus dem Orgard. Ja. Aber cool, die haben da nochmal ein festes Team und fahren so oft, wie es geht, dahin. Cool. Und ja. Nice. Perfekt. Krass. Mit so einer Antwort habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So, was war die beste Reise? Oh, shit. Ja, geil. Crazy. Wow, okay. Was sind deine Pläne für die nächsten 10 Jahre? 10 Jahre ist voll weit, Alter. 10 Jahre, okay. Ich will alles, was ich so aufgebaut habe, noch weiter ausbauen, so gut wie es geht. Dass es auch langfristig weiterlebt. Ich will das, was ich hier mit Area aufgebaut habe, noch größer machen. Noch größer mit, kann expandieren heißen, kann vergrößern von Räumlichkeit heißen, von der Aufstellung, all das. So. Ich will da viel mehr machen, ich will mehr organisieren. Ich will für mich persönlich, privat, so, also persönlich, natürlich ist mein Ziel immer, mich zu verbessern, menschlich, tänzerisch, aber auch so, ich will Richtung Schauspiel gehen, das machen. Warum das denn? Was passiert denn, Schauspieler? Erzähl mal von deinem Film. Ich habe jetzt, kurz bevor wir den Podcast gemacht haben, war ich nochmal auf deinem Profil, habe dann gesehen, Fly. Wir haben noch nicht einmal den Namen genannt. Fly, der Film. Und dann hast du so ein Highlight bei dir und da geht es nur um den Film. Und da habe ich reingeguckt und da war ich so, boah, der ist die ganze Zeit am Set. Und dann haben die da wirklich in so Waggons gelebt, wie so mega Schauspieler, die dann zum Set gehen. Und das war mega. Wie war deine Erfahrung? Erzähl mal. Ich bin selber so, ich bin selber Filme produzieren. Einfach Frage unterbrechen, so, neue Frage. Scheißegal. Wir haben in den letzten Folgen schon rausgefunden, ich bin nicht so ein ganz guter Interviewer. Ist mir aber egal, ich will einfach nur Sachen wissen. Du bist so, Gedanke, okay, los. Deswegen habe ich den Podcast gegründet, ich will einfach nur alles einfach wissen. Let's go. Okay, dann gehe ich mal auf deine Frage ein.
Ich muss ehrlich sein, so Film und so, es hat mich immer interessiert. Mir wurde auch von zu Hause mal gesagt, ey, geh mal schauspielen und so. Aber da war immer mein Problem so, ey, Marci, du kannst gar nicht sprechen, deine Aussprache ist so schlecht. Warum willst du überhaupt sowas machen? Aber nachdem ich die erste Serie gedreht habe, habe ich parallel zur Serie sogar ein Casting auf Einladung bekommen für den Film. Ah, geil. Das war wirklich ein ganz normales Casting. Ich bin dann zum Casting hingegangen, die Regisseurin saß da. Und ich habe die einfach, glaube ich, mit dem Charakter, der ich bin, umgehauen. Mhm. Und die war so, ja, ich muss den haben. Die hat einfach eine ganze Rolle wegen mir neu geschrieben. So, die meisten Rollen, eigentlich sind die meisten Rollen im Film sogar, nur entstanden, weil die ganzen Characters, die gecastet wurden, so speziell waren, dass sie gesagt hat, ich baue den ganzen Film auf euch auf. So. Waren ja die meisten dann auch Tänzer wahrscheinlich, es, oder? Ja, also es gibt so einen Schauspielcast, Tänzercast, aber wir Tänzer sind auch Schauspieler. Ja. So, wir sind nicht nur so die Tänzer, die ein paar Mal aufkommen. Nee, es geht um uns. Es geht um eine Gruppe, die resozialisiert wird. Mhm. Und die werden dann im Knast, suchen sich Programmpunkt Tanz aus, kommen zusammen und jeder hat so seine Story, die er mit sich trägt. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, ja, so, weil sonst verrate ich zu viel, aber ja, und dann hat jeder so eine Story und seine Probleme, die Person mit sich trägt und so kommen wir zusammen und ja, geil. Mehr will ich aber nicht sagen. War das dann schon nah, also wenn du sagst, die hat die Rolle um euch geschrieben, war das dann schon nah an euren eigenen Geschichten dran? Es war sehr viel fiktiv auf jeden Fall, aber es ist uns nicht schwer gefallen, muss ich sagen. Es ist mir nicht sehr schwer gefallen, diese Rollen zu spielen. Weil man es kennt wahrscheinlich? Oder weil nicht nur, weil man es kennt, okay. weil man vielleicht die Erfahrung nicht bei sich selber hatte oder aber vielleicht bei anderen oder die Leute, die nah sind oder in der Kultur vielleicht sowas mal miterlebt hat. Genau, ich will jetzt nicht viel sagen, aber ihr werdet sehen. So, weißt, so, wann kommt der Film raus? Am 14. September, wenn ich gerade richtig liege, ja. September. Also September, ja. 14. Tag, glaube ich. Der Donnerstag, ja. Hoffentlich mit Kino, richtig. Nee, das wird riesig sein. Es wird eine richtige Premiere geben, ganz groß. Geil. Wahrscheinlich auch. Ich hoffe es. Katja ist die Regisseurin. Okay. Katja, glaub an meine City-Tour. Ich habe vorgeschlagen, dass wir eine City-Tour machen. Ja, geil. Dass wir zu den ganzen Schauspielern in den jeweiligen Städten fahren und da eine kleine Premiere machen. Mhm. Dann würde ich wahrscheinlich in Krefeld eine kleine Premiere machen mit meinen Leuten und so. Voll schön. So, das war die Idee. Aber es wird zwei riesen eine große Premiere wird es 100 Pro geben. Und dann wird man sehen, die Förderungsländer, ob die auch noch Arm haben wollen. So. Mhm. Aber Drehort wäre meistens Berlin. Wir haben auch in München gedreht. Ja. So, dann kann sein, dass München oder Berlin wird. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil das ist so... Endlich kommen die deutschen Tänzer als Hauptcharacters in die Kinos. Und wir haben letzte Folge mit Mike drüber gequatscht. Und das kannst du vielleicht auch bestätigen oder auch nicht. Mike hat erzählt so, weil er will auch gerne Schauspielern und hat einfach Interesse daran, das mehr zu lernen und mehr auszuprobieren. Und er meinte auch, dass Tanzen einfach so voll die krasse Grundlage für alles ist, weil man sich voll gut in Dinge viel schneller rein verlegen kann. Man kann sofort, der Regisseur sagt, ah, guck mal, geh mal da von da nach da. Du weißt genau, ah ja, okay, das ist wie so Spacing beim Battle oder beim Tanzen. Findest du das auch so, dass dir das mega geholfen hat beim Film? Vollkommen. Auch so Texte lernen und so ist für mich voll einfach gewesen. Ich hatte meine Texte nach ein, zwei Mal auswendig gelernt. Krass. So, weil das ist wie eine Routine. So. Du überlegst, das ist meine Achter, das ist meine Dings. Du hast einen Rhythmus und dann beim Sprechen holst du dir einen Rhythmus mit rein und du hast den Text im Kopf. So. aber auch das Schauspielerische. Ja. Wir Tänzer sind so emotional. Mhm. So, wir sind so im Moment, das ist das Wichtige. Wir sind so im Moment, dass wir auch jeden Moment wahrnehmen können. Wie ihr schon sagt, wenn die Regisseurin sagt, ich will jetzt, dass du von da nach da läufst, du versetzt dich direkt in diesen Moment, du machst das. Mhm. Und da war zum Beispiel eine geile Szene, ein Beispiel, es war so lustig, ich habe mir gedacht, okay, was habe ich denn jetzt gemacht, was war daran krass? Mhm. Ich musste einmal nur die Straße runterlaufen, das war eine Szene, wo ich die Straße runterlaufe. Szene, Cut, und die so, boah, Mann, das war so krass, und so, alles so, der Kameramann so, boah, das hast du so gut gemacht. Und ich so, ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Nimmt ihr mich gerade hops oder was? Sagt? Ja. Meint ihr das ernst? So, nein, es gibt Schauspieler, die können nicht mal laufen, die haben nicht mal einen Rhythmus, die kriegen nicht mal ihre Füße hoch. Aber du hast so viel Aura und Charisma beim Laufen gehabt und das war so, wow. Ich so, ey, das ist für mich normal. so laufen wir durch die Straße. Genau, und dann habe ich gecheckt irgendwann so, ey, das ist einfach die Grundlage, dass wir Tänzer sind. Wir haben so viel, warum gehen die meisten Schauspieler Tanzunterricht nehmen? Ja. Genau deswegen, weil die kein Körpergefühl haben.
Und wir haben so viel Körpergefühl, so viel, wir wissen ganz genau, wie bewege ich mich beim Reden, was mache ich jetzt, wir in die Kamera auf einen, ist das auch noch. Wir haben so viel Kameraerfahrung, ne? so, dass wir wissen, wie die Kamera jetzt hier vorne ist, wie reagiere ich da drauf? Ja. So, ist es gerade close, ist es nicht so. Du lernst so viele Sachen und du lernst nicht nur, sondern du hast dich schon im Voraus gehabt. Und das war für die Regisseurin so, wow, ihr Tänzer, ihr habt es drauf. Ja, und ich glaube, wir haben auch so eine Präsenz vor einer Kamera, die wir einfach so anmachen können. Ja, genau. Safe. Genau, genau. So. Ist ja genauso wie auf der Bühne, genau. Wenn du jetzt auf die Stage gehst, ganz egal was war, that's the moment. Let's go. Wolltest du noch deine Frage von vorhin weiter beantworten? Mit den 10 Jahren? Ja. Kann ich gerne machen. Ja, kann ich gerne machen. Ja, 10 Jahre, wie gesagt, ich würde gerne alles, was ich so schon jetzt gerade in den Startlöchern habe, meine Agentur würde ich gerne sehr groß aufbauen, weil ich weiß, es gibt so viele gute Tänzer, aber die auch super Models sein können, die ich überall anders irgendwie einsetzen kann, weil ich will nicht... Da darfst du gerade Werbung machen, wenn du deine Agentur, wenn Leute hier einen Aufruf, wenn du einen Aufruf starten willst, wenn du Menschen die Möglichkeit geben möchtest, dich vorzustellen, dann ist jetzt dein Werbetext, Majid. Also Leute, genau, ich habe nicht nur die Tanzschule Area UDC, sondern ich habe eine Agentur, die nennt sich einfach ganz simpel Dance Model Agency, ganz, ganz simpel, damit die Leute wissen, es geht da wirklich um Tänzer und Models, so. Ja. Und wenn ihr echt Bock habt und mehr so Arbeit machen wollt, schreibt mir gerne. Ich bin noch ganz klein, noch jung. Mein Team ist ganz jung, frisch. Wir bauen das alles auf. Wir versuchen ein Konzept zu finden, wie wir nicht den Leuten irgendwie was versprechen wollen von, ey, wir sind die Agentur und wir verbuchen dich und du wirst das krasseste Model. Wir sind eher so, ey, das sind Anfragen, die Marge persönlich kriegt. Er kann die nicht machen oder will sie nicht machen. Er leitet sie direkt weiter. Das sind aber auch Anfragen, die direkt an die Agentur gehen und wo gefragt wird, ey, wir brauchen Kiddies. Ich arbeite sehr viel mit Kindern zurzeit. Hälfte meiner Tanzschulkinder, die wollen alle schon gebucht für Snipe-Shootings und so. Ja, so die Hälfte der Kinder, die ihr bei Snipe sieht, sind alles meine Schüler. Ja, das... Das ist für mich auch nochmal so ein Weg, so den Leuten das zu ermöglichen, was ich ermöglicht bekommen habe oder selber mir ermöglicht habe. Jamal und das zum Beispiel, hab ich dir auch mal gezeigt. Genau, ja. Jamal ist nur über meine Books gegangen bis jetzt. Ja. Fleur aus Holland, alles über meine Bookings und genau, denen eben diese Möglichkeit geben, so, dass sie wissen, okay, Area ist nicht nur zum Tanzen da, sondern die ermöglichen uns auch einen Weg, die wollen uns auch irgendwie unterstützen, die wollen uns auch inspirieren, welchen Weg wir gehen wollen und das ist so das Ganze. Ich will das fusionieren, aber auch dass die Leute wissen, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Es ist nicht so, du bist verpflichtet, bei der Tanzschule angemeldet zu sein, damit du bei der Agentur Jobs kriegst, ist nicht so. Aber wir sind dann eben noch klein und arbeiten da mit den Kontakten, die ich habe, mit meinem persönlichen Netzwerk, arbeiten wir da ganz gut. Das ist ähnlich wie mit der Tanzschule so. Einfach machen und gucken, wie man das dann in der Zukunft handhabt. Genau, also aber nicht so nur auf, ich mache und lasse es von selbst laufen, sondern ich fange es irgendwann an und ich finde dann immer neue Wege, wie ich das vergrößere, entwickle und daran bin ich gerade noch. Ich bin so im ersten Jahr von der Agentur gerade erst. Ah, cool. So, das ist noch ganz frisch, Und das mache ich, genau, Schauspiel würde ich gerne weitermachen. Ich habe sehr lieb von den Regisseuren, habe immer gute Props bekommen, was meine Schauspielleistung angeht. Ich weiß aber, dass ich noch sehr viel lernen muss und ich will in Richtung Coach, ich will mich coachen lassen, was das angeht. Ich will mich casten lassen, Filme machen. Aber meine Grundlage wird immer, wie ich euch gesagt habe, weil das immer eine Grundlage für mich war immer tanzen, das wird immer eine Grundlage bleiben für mich. Alles, was ich mache, verbinde ich mit meinen Tanzinformationen, mit meinem Tanzwissen. Wer weiß, was ich noch so mache. Ich habe viele Ideen, ich liebe es, Ideen zu haben, ich liebe es auch zu versuchen. Deswegen hast du gerade gefragt, Sicherheit oder Risiko? Ich gehe auf Risiko. Ich riskiere lieber. Ja, voll. Genau. Ich riskiere da lieber was und auch wenn ich Geld verliere, ist mir egal. Ich habe nie viel Wert auf Geld gelegt. So. Es war mir nicht sehr viel wert. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann eben Jobs mal bekommen habe, weil ich nie das Geld angepeilt habe, sondern einfach nur meine Arbeit. Und so lief es dann einfach, glaube ich, auch. Geil. Ja, 10 Jahre. Ist lang, ne? Ich meine, ich bin seit 10 Jahren so richtig professionell am Reisen. Wie viel sich in den 10 Jahren getan hat. Boah, wenn sich dieser Schub nochmal tut bei mir, dann weiß ich nicht, wo ich lande. Aber man ist generell gespannt, was so in zehn Jahren ist. Aber ey, ich bin mit meinem Leben, was ich jetzt habe, extrem happy und zufrieden. So. Ich lehne mich nicht zurück, aber ich bin extrem zufrieden. Wenn es so bleiben sollte und nichts passiert, dann bin ich happy damit. Das heißt, du bist auch so immer voll im Moment wahrscheinlich. Ne? Ja, also ich bin im Moment, heißt jetzt nicht nur heute so jetzt, sondern ich bin so in einer Zeitspanne von einem Jahr, eineinhalb. So. Das ist mein Moment. So, okay. So plane ich dann immer. Nice.
Ja, nice. Hast du noch Trainer? Die mich unterrichten selber? Mhm. Nee, aber ich habe sehr viele Leute, die mich inspirieren. Und wenn ich sage Trainer, sind das die Leute, mit denen ich trainiere selber. So meine Homies wie Frankie D. Ein guter Freund von mir, ein Tänzer, kennt keiner. Ist mein bester Homie, der ist Basel. So, der ist so eine Inspiration für mich und Frankie und für viele andere Tänzer. Meine eigenen Schüler, mit denen ich trainiere, die ich supporte, das sind für mich alle, die unterrichten mich alle, so, sagen wir mal so. Du nimmst von jedem auch immer so ein bisschen was mit, ne? Ja. Das ist so. Genau, ich meine, ich gebe ja auch sehr viel und wenn ich jetzt nur geben würde, würde ich ja irgendwann leer sein und nichts mehr haben. Ja. Und deswegen finde ich, sage ich auch immer, wenn ich unterrichte, meine Kurse bestehen immer aus einem Austausch. Ihr kommt jetzt nicht hierhin und erwartet von mir, ich gebe euch jetzt 100% nur von mir. Mhm. Wenn ihr nicht mitgebt, dann ciao, habt ihr Pech gehabt, dann wird das ein scheiß Class. Ja. So, deswegen will ich einen Austausch haben und wenn die gut mitmachen und wir können voneinander lernen, dann ist das ein super Erlebnis und eine gute Class. Nice. So, und das ist so mein Training. Wie cool. Sollten übrigens auch alle mehr so verbinden. Denn selbst wenn ihr in eine Class geht, denkt immer an Majids Worte. So, ihr müsst genau auch so geben, dem Trainer was geben. Das ist wie mit allem anderen auch. So, du gehst in ein, weiß ich nicht, in ein ganz normales Unternehmen. Du musst deinem Chef etwas geben, dann wird dein Chef dir auch was geben. Das ist einfach so. Und dann wird auch was größer, weil wenn nur der Chef gibt und du machst nichts für deine Arbeit, dann wirst du schnell merken, okay, da ist eigentlich voll scheiße zu arbeiten. So. Und genauso ist das in der Class, genauso ist es im Austausch mit den Künstlern. Es gab noch keinen Workshop, wo ich war, wo nicht die Tänzer irgendwie miteinander gechillt haben und sich ausgetauscht haben und geredet haben, vorher, nachher, miteinander gejammt haben, whatever. So, das heißt, mach das auch immer, weil alles, was da passiert, nimmst du so viel mehr mit. Und ich habe euch gesagt, oder für die fleißigen Hörer aus Folge 1, 2, 3, I don't know, wir sind jetzt, glaube ich, bei 47, ne? Ja, ja. Dann wisst ihr auch, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil dieses Zusammentreffen und der Austausch untereinander, der ist so wertvoll. Und warum ich das gemacht habe, ist, nach jedem Workshop hat man irgendwie abends an einem Tisch gesessen oder hat sich was zu essen bestellt. Und das, was man da für eine Konversation hatte, war meistens die interessanteste Konversation, die man hat. Und dann hat man irgendjemanden aus Spanien da, aus UK da, aus Deutschland da. Und dann ist man sich am Unterhalten und tauscht sich aus. Und dann ist man voller Energie geladen oder voller Inspiration. Und das ist das. Und das könnt ihr auch in der Class haben. Ja, richtig. Voll. Im Endeffekt ist es der Charakter aus der Szene. Weil das ist der Charakter, was es in Cypher hier gibt. Das ist genau das, was in Cypher immer mitgegeben hat. That's Hip-Hop. Der Austausch, genau. Es geht immer um Austausch. Each one teach one. Das ist die Grundlage, darauf ist Hip-Hop groß geworden. Und wenn man das immer im Kopf beibehält, dass das ganze Leben wie ein Cypher sein sollte, man was gibt, aber auch immer was nimmt und auch immer mit Fokus und Konzentration auch dem anderen das zuschaut oder beziehungsweise da ist und es wahrnimmt und nicht einfach nur, weil man jetzt gerade was gegeben hat, weg ist und dann passiv irgendwie da steht und okay, du machst, sondern einfach mal aktiver miteinander agieren, reagieren. Und das ist ja so gesehen das Konzept von einem Cypher. Ja. Und wenn man dieses Konzept im Leben irgendwie immer mitbringt, dann ist man auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja, ja. Immer auf jeden Fall. Es geht noch weiter mit diesem. Ich habe so viele Fragen bekommen. Findest du, man ist irgendwann zu alt, um beim Tanzen was zu erreichen? Na. Ich habe mir schon gedacht, dass du dann sagst. Also überleg mal, wenn wir jetzt überlegen, Miroslav Klose ist mit wie viel Profifußballer geworden, weiß ich gar nicht mehr, mit 24, 25. Ja. So, wenn beim Fußball das noch möglich ist, und Fußball ist ja ganz jung, ne, was das angeht, so, danach glaube ich nicht. Nee, das ist einfach nur die Art und Weise von jetzt, heutzutage, das Leben ist, die Leute sind sehr schnelllebig und denken sich so, ich hab's verpasst. Ich bin zu spät eingestiegen, stimmt gar nicht. Aber weil es auch oft gesagt wird, also man das oft so hört, so, ja, tanzen, du musst zwischen da und da anfangen und mit 30 bist du eh zu alt und so weiter. Und das sind so Floskeln, die sich dann so einschränken. Ja, bitte. Was ist Erfolg dann in der Hinsicht? Ja, wie definieren die jetzt erfolgreich? Das ist ja auch dann nochmal, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn es um Tanzen geht, auf der Bühne für Background-Tanzen, dann ist, glaube ich, die Nische für 50-Jährige sehr, sehr klein. So. Aber wenn der 50-Jährige sagt, ich will noch mal Lehrer werden, so in 10 Jahren will ich meinetwegen, was weiß ich, unterrichten, Popping,
dann ist das vielleicht für ihn ein Erfolg und dann kann das auch funktionieren. Aber ich finde, was wichtiger ist, sich zu hinterfragen, warum macht man es, warum will man tanzen? Absolut. Will man tanzen, nur um erfolgreich zu werden, weil dann ist das schon mal ein falscher Einstieg oder ein falscher Gedankengang. Und es wird auch dann echt ein bisschen schwer. Das Leben ist, die Natur ist da ganz fair. Es wäre für die Natur unfair, wenn du sagst, ich fange jetzt an zu tanzen, weil ich nur erfolgreich werden will. Ja. Also es könnte klappen, weil du irgendwann mal auch die Leidenschaft zum Tanzen irgendwie aufbaust und das wirklich machst, weil es dir Spaß macht. Aber wenn du jetzt wirklich nur rein das machen würdest, weil du erfolgreich werden willst, dann wird es vielleicht auch klappen für ein Jahr, aber dann nicht mehr, weil es einfach nicht natürlich und organisch ist. Glaube ich auch nicht. So. Aber sonst, das Alter, finde ich, hat nichts zu sagen. Und dann kannst du auch nicht diese Kraft rausschöpfen, wie du zum Beispiel, wo du sagst, ey, wenn ich irgendwas mache, wenn ich Schauspieler, dann ist Tanzen irgendwie dabei. Wenn ich da bei Red Bull sitze, dann wissen die genau, es geht auch um mein Tanzen. Aber wenn jemand sagt, ey, ich bin jetzt mit Tanzen erfolgreich geworden, weil ich habe das jetzt geschafft, und dann hast du so ein Business-Meeting, da wird nie Tanzen dein erster Gedanke sein und dann wirst du dich nie damit identifizieren können. Aber die wollen genau das dann haben. Exakt. Und dann weißt du so, okay, der Typ, der hat, glaube ich, gar keine Ahnung von dem, was er macht, sondern er macht es nur, damit er vielleicht ein Meeting wie wir jetzt hat. Ja. So, deswegen am besten immer zu hinterfragen und ich glaube, aus eigener Erfahrung, wenn die Leidenschaft nicht da ist und das Feuer und die Liebe zu dem, was du machst, nicht da ist, dann wirst du in nichts, glaube ich, erfolgreich. Ja, geil. Ja. Finde ich auch, unterschreibe ich. Ja, man muss das, glaube ich, einfach für sich definieren, was man möchte und sich nicht mit anderen vergleichen und sagen, so, für den ist, der hat das erreicht und das genau möchte ich erreichen, sondern halt selber sich, also seine Ziele setzen, fokussieren und darauf hinarbeiten. Ja, nice. Okay, ich habe noch eine Frage, die vielleicht ein großes Fass aufmacht, vielleicht auch nicht. Würdest du dir wünschen, dass die Commercial- und die Freestyle-Szene sich häufiger begegnen würden? Ja. Von wem kam die Frage? Von der Eva, Eva Berten. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, Eva weiß, dass ich auf jeden Fall dahinter stehe und das auch versuche so zu unterstützen und zu vertreten in meiner Veranstaltung. Wenn man das so nennen kann, gibt es sogar hier mehr Commercial Classes als Underground Classes. So, aber ich finde, man sollte da auf jeden Fall da zusammenkommen und man kann auch dran sehen, so an den ganzen erfolgreichen Choreografen, so, die haben alle einen Background aus Underground. Jeder von denen kennt sich mit dem Tanz richtig gut aus. Jeder von denen kann freestylen. Und nicht irgendwie freestylen, sondern auf einem guten Level. Jeder von denen geht immer noch in Classes von Hip-Hopern und was weiß ich, Poppern und OGs und lernen von denen. So, wenn du dann bei denen da hochschaust, dann siehst du so, ey, guck mal, die leben es ja schon vor. Vielleicht leben es nicht so vor, dass ihr es immer mitbekommt, aber die leben es vor. Ja. So, und ich finde, man sollte auf jeden Fall ein bisschen mehr zusammenkommen. Ich unterstütze diesen Gedanken, diese Sache auf jeden Fall und und bin auch voll dahinter und also ich sehe da kein Problem oder bin so, nee, das passt nicht zusammen, finde ich nicht. Weil im Endeffekt Commercial, was heißt Commercial? Sobald Geld drin ist, Commercial. Ja. Und wir Tänzer verdienen alle Geld gerade. Wir machen alle Commercial Jobs. Alleine, wenn du schon einen Influencer-Job auf Instagram machst, bist du Commercial. Also ich würde sagen, mehr so, wenn Choreo-Szene und Freestyle-Szene, wenn da die Frage steht, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall sollte mehr sein. Ich finde auch, Freestyler haben so viel drauf, Choreos zu kreieren. Mhm. Also ich will jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen, aber ich glaube, viele Choreografen haben auch Schiss davor, dass Freestyler Choreos kreieren, weil die wissen, dass sie vom Material und von dem, was sie drauf haben, echt unnormal krasse Sachen kreieren könnten, wenn die sich Zeit dafür nehmen. Ja. Dafür weiß man zu schätzen, dass Choreografen sich eben diese Arbeit machen und dann immer Choreos kreieren und da stundenlang manchmal hinter sind. Wir Freestyle können sowas nicht. Wir sind so, hey, boah, soll ich jetzt stundenlang an der Chore hängen? Nein, Mann, Alter, ich will Freestyle. Ich will nicht gerade festhängen an einem Move und das soll anpassen. Ich will einfach einen Moment gerade freestylen. So, das ist ja die Kunst. Das sind zwei verschiedene Kunstwege oder Darstellungswege vom Tanzen. Aber das sollte sich mischen. Ich versuche seit Jahren mehr Richtung Choreo zu gehen. Ich habe mir selber ein Class hier gesetzt in der Tanzschule, damit ich echt gezwungen bin, jede Woche Choreo zu machen. Mhm. So, davor hatte ich keine Choreo-Klasse und ich habe einfach immer ich bin ein Mensch, ich gehe in meine Klasse, ist nie vorbereitet. Ich mache alles in Class. So. Aber da habe ich mir gesagt, nee, das kannst du nicht machen, du musst Choreo lernen, Mann. Und da, das ist auch wieder die Sache, Routine. Wollte gerade sagen, so. Schließt den Kreis. Genau, da ist wieder die Sache, Routine. So, du musst routinierter Choreo machen, du musst mehr reinkommen. Das ist dein Ding, Mann. Du hast damit angefangen, du kannst es, du bist nicht schlecht. Zieh durch, komm, zwing dich.
So, versuch deinen Weg da zu finden. Und ich habe mich immer gepusht und immer gepusht. Und ich habe auch gemerkt, also mein Kurs voll geworden. Die Schüler hatten voll Lust drauf. Mhm. So, und das war immer so ein bisschen so mein Ding. Ich habe es auch gemacht und ich feiere auch so Choreografen. Und ich feiere so viele Choreografen. Und ich verfolge die und sehe so, boah, krass, wie die es machen und so. Also ich bin offen, ich bin da nicht klein. Naja, ich glaube, es geht noch nicht mal so sehr darum, was du persönlich machst, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich bin eher Freestyler und versuche nur in einer kleinen Nische Choreos zu machen. Selbst wenn ihr nur Choreos tanzt, völlig in Ordnung. Wenn ihr nur freestylt, völlig in Ordnung. Aber seid eben offen, wenn ihr aufeinander trifft oder wenn ihr was seht. Vielleicht gefällt euch das gerade nicht so oder vielleicht seht ihr das ein bisschen anders, aber trotzdem ist es ein Pool und es kommt aus einem Background. Und das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt, weil es gab wirklich Zeiten, ich weiß nicht, wie weit ihr euch alle auskennt, wo wirklich es hieß, so Choreotänzer haben auf Freestyle, guck, die können doch gar nichts, Freestyler haben auf Choreotänzer, ja, das geht doch gar nicht, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber die Zeiten ändern sich und Leute, es ist Tanz. Und deswegen haben wir auch schon tausendmal gesagt, wir nehmen den Podcast Majid, wir nehmen Choreotänzer, wir nehmen Menschen, die haben beiden Backgrounds. Man kann aus allen was mitnehmen und von allem was lernen. Und gerade aktuell tatsächlich in den letzten 3 Wochen habe ich mit allen meinen Kindern, Kinderclasses, habe ich Freestyle-Übungen gemacht. Einfach, weil ich möchte, dass die keine Angst haben vom freien Tanzen. Ja. Und das ist häufig in Classes der meistgehasste Punkt. Nicht vom Hassen her, ich mag das nicht, sondern du machst eine Choreo. Ich bin, wie gesagt, ich bin auch mit Choreo groß geworden, ich kann auch nicht gut freestylen. Und dann sagst du, ey, da möchte ich aber, dass ihr Akzente mitnehmt, frei, so wie ihr das möchtet. Freies Tanzen, dann kriegen alle schon immer so Herzrasen. Und deswegen versuche ich jetzt einfach immer mehr, natürlich über Zoom, ja, aber immer mehr die Kreativität damit zu fördern. Und das funktioniert mega gut. Und deswegen, wenn man beides kann, dann ist man am Ende so, wie du auch sagst, du musst ja dann irgendwie vielleicht für Shows doch mal eine Choreo machen. Und das kommt dann aus dem Freestyle, aber es muss dann trotzdem gesetzt sein. Und genauso ist das, jeder, der commercial tanzen will auf Bühnen, der muss Freestyle können. Weil es gibt ich habe noch keine Show auf diesem Planeten getanzt, wo es 3,5 Minuten nur Choreo gab, sondern es gibt dann 2 Minuten Choreo und dann gibt es einmal Positionswechsel im Freestyle, dann gibt es einmal, du hast einen Solo-Freestyle und dann gibt es einmal, alle machen Freestyle und dann gehen alle von der Bühne. Das heißt, wenn ihr das dann nicht trainiert seid und abrufen könnt und merkt dann nachher, ich spack da irgendwie rum, weil ihr das gar nicht trainiert, dann, dann fühlt man sich selber kacke. Deswegen kommt zusammen, quatscht miteinander und lernt voneinander. Und ich möchte noch ein Beispiel geben, das ist Timothy. Einfach so, das ist der so mir am nächsten ist in Köln. Der kommt aus dem Freestyle und auf einmal macht der voll viele Choreo-Jobs und der modelt, weil der einfach ein wunderschöner Mensch ist. Und deswegen, das funktioniert. Das ist genau das, was du gesagt hast. Wir Tänzer können alles machen und alles sein und packt alles zusammen. Dann geht es. Nice. Der Klatsch war der laut. Wirklich. Fragen sind abgearbeitet. Ja, ich habe nur noch so selber ein paar. Nee, nein, wir sind schon bei über einer Stunde. Ich möchte ich habe ein neues Spiel mitgebracht. Das neue Spiel. Ich habe schon wieder. Okay, in den letzten Folgen, da kommt immer mehr raus, dass ich halt gerne spiele und gerne Spiele spiele. Es ist gar nicht so witzig, spielig, sondern ich habe 5 Fragen an dich. Und zwar, das Spiel geht folgendermaßen. Ich möchte von dir wissen, mit welchem erfolgreichen Tänzer oder mit welchem Tänzer oder Tänzerin, spielt keine Rolle, würdest du gewisse Dinge machen? Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob du die kennst oder nicht kennst, sondern dir einfach vorstellen könntest, boah, der würde voll gut dazu passen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mit wem würdest du eine Reifenpanne beheben können am besten, mit welchem Tänzer? So, wer würde dir da einfallen? Ganz ehrlich, Reifenpanne, UK. Ehrlich? Der Typ, der weiß, wie man durchs Leben kommt, der weiß, was man alles machen muss. Und geil. Das war nur ein Beispiel. Okay, aber Prinzip verstanden, ja? Ich habe so ein paar Sachen, das ist einfach mega interessant. Mich würde das gerne mal so interessieren. Okay. Okay, mit welchem Tänzer auf diesem Planeten würdest du gern eine Weltreise machen?
Mit wem könntest du dir vorstellen, einmal, aber du musst auch dann 24-7 mit dem aufeinander hocken, ne? Boah, ich meine, ich habe jetzt so viel mit meinem Homie, Bruder Frankie D gemacht und wir haben auch viel Stress hinter uns, weil wir eben aufeinander so gehockt haben, aber haben immer einen guten Weg gefunden, wieder rauszukommen. Deswegen, glaube ich, würde ich es mit ihm machen. Frankie D auf jeden Fall. Mit wem würdest du das gerne machen? Also ich weiß, mit der Maggie wird super funktionieren. Und ja, wir zwei würde auch funktionieren. Ja, auch das ist ja, ja, das ist ja schon... aber das ist ja was einfach. Nee, es müsste auf jeden Fall jemand sein, den ich gut kenne. Ich könnte jetzt nicht einfach so jemanden nehmen. Okay, pass auf. Also, wenn es jetzt kein Tänzer ist, den man nicht so kennt oder so, hätte ich auch gesagt, mein Homie Basel. Mhm. So, der ist Tänzer, der ist jetzt aber nicht einer, den man so kennt. Aber Best Friend. Ist, ja. So, wir kennen uns auch so lange, wir haben so lange zusammen getanzt, deswegen. Nice. Okay. Mit welchem Tänzer oder Tänzerin würdest du einen Bankraub durchführen? Mit wem könntest du dir vorstellen, kriminell zu sein? Ich bin auch am Überlegen. Ich weiß nicht. Ich würde Theodora sagen. Theodora? Theodora aus Lil, ja. Get the style. Die ist so rough und so, die hat keine Furcht. Ich würde Theodora sagen. Geil. Ich würde wahrscheinlich mit Nico. Oh ja, das kann ich mir bei euch richtig gut vorstellen. Mit Nico Dittgen würde ich auf jeden Fall, glaube ich, einen Bankraub machen. Und der hat auch so, der hat keine Haare auf dem Kopf. Das heißt, für den wäre so eine Haube auch voll gut. So, er müsste nichts verstecken. Und ich glaube, mit dem könnte ich das voll gut durch. Aber man braucht auch jemanden, der gut planen kann. Weil ich glaube, so ein Bankraub muss echt gut durch. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. So dann, Theo, sorry, Theo, you're out. nee, aber das, da, keine Ahnung. Mir ist jetzt Bankraub und in den Kopf gekommen, rough, weil ich dann rough mir gedacht habe und sie ist so tough und Ghetto-Style ist ihre Crew und die Fam und dann sie tanzt auch sehr, sehr rough und dann weißt du, boah, wenn die einmal so die wird durchziehen wahrscheinlich. Geil! Mit wem würdest du gerne eine Party planen und diese auch dann durchführen? So eine richtig große, fette Party planen, alles herrichten, alles ready machen und dann aber auch auf der Party, als ihr zwei dann zusammen Gastgeber am Start sein. Weißt du, mit wem ich das gerne machen würde? Ich glaube, mit Match. Mit Match? Ja. Um Gottes Willen. Match, Alter. Weil, weißt du, wenn du mit dem eine Party planst, das kann nur eskalieren. Das eskaliert richtig. Party. Ohne mit Dayan. Also mit Dayan wäre auch eine krasse Kombi. Party. Oh, mit Dayan wäre auch schlimm. Weil das würde ein bisschen, das würde schon eskalieren auf jeden Fall. Ja. Shoutout an Dayan. Ich muss sagen, dass ich auch lange nicht mehr feiern war. Ey, ich auch. Wir waren also alle schon sehr lange nicht mehr feiern. Nee, ich meine auch abgesehen Corona, ne. Also, Club war früher mein Ding so. Ist eine gute Sache so. Ich bin nicht so ein. Kannst auch eine Tanzparty sein, oder? Ja, ja. Ohne Alkohol. Ich würd da auch auf Frankie gehen. Der ist ein Party-Typ auch. Der kann jammen. Wir können Party schmeißen. Ich würde da, glaube ich, auch mit Frankie gehen. Ah, sick. Ja. Nice. Hast du noch eine Party-Queen in the house? Party-Queen? Ich muss schon wieder an Maggie denken. Die ist auch eine Party-Queen. Nimm mal immer die gleiche Person. Okay. Ja, aber wenn es passt, dann passt. Jetzt pass auf, es wird ein bisschen esoterisch. Mit wem würdest du gerne ein Baumhaus bauen? Also, da muss ich echt sagen, da passt mein Homie Basel gut rein. Der ist so ein Naturmensch. Der liebt so Sachen, der geht manchmal im Wald alleine spazieren und so, deswegen. Ich hab jetzt von Tweety gesehen, die geht so voll. Ah, warte, Tweety ist auch so eine. Ja, ja, Tweety, stimmt. Tweety ist auf dem Trip des Grauens. So, mit Rowdy zusammen. Trip des Grauens. Die sind auch so voll Natur. Ja, mit Tweety würde ich auch mal was sagen. Ja, also, Tweety, ja, ich weiß. Tweety, ich weiß noch, als wir den Film gedreht, Tweety war beim Film ja dabei. Yeah. Und wir haben fast jeden Abend zusammen gechillt und so und einfach so abgehangen und die ist voll free, was das angeht und so und ich glaube, die ist für sowas sehr lustig auch und die ist, glaube ich, für alle Sachen mit am Start. Ich weiß nur nicht, wie handwerklich begabt Tweety ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Tweety, glaube ich, handwerklich begabt ist sie dann nicht. Das müsstest du dann übernehmen. Okay, letzte Runde. Ich mag das Spiel jetzt schon. Okay, mit wem würdest du eine Nacht in Las Vegas mit der Limo durch Las Vegas fahren und dich einfach mal feiern lassen, das Leben genießen und so die Lichter auf dich wirken lassen und einfach rumfahren und dich gut fühlen? Das muss Tänzer sein, ne? Ja.
Da würde ich, ich würde sogar einen amerikanischen Tänzer nehmen. Einfach so Marty Kudelka oder so. Einfach so jemanden, der es eh schon geschafft hat, auf diesem Level zu sein und rumzufahren und einfach so eine gute Zeit haben zu können. Ich glaube, ich würde es mit Capella machen. Capella ist bestimmt. Der ist ja auch DJ, ne? Ja, ich hätte auch gesagt, eine Party mit Capella schmeißen eigentlich. Weil Capella ist, was das angeht, überheftig so. Party schmeißen, Stimmung machen, immer da sein, immer reinhauen, let's go, ready to rumble immer. So. Krass. Und einfach mit jemandem so da durchfahren und so, wir beide sind auf einem Standpunkt. Wir finden uns gut. Wir haben geile Sachen geleistet in diesem Leben, als wir durch Las Vegas fahren. Einfach mal gönnen. Einfach mal gönnen. Ich finde, das muss man auch ab und zu mal machen. Man muss so ab und zu einfach irgendwas machen, wo man sagt, das habe ich mir jetzt verdient. Und wenn es nur so eine Kleinigkeit ist oder so, muss jetzt nicht Las Vegas sein und mit einer Limo dazu fahren. Aber so eine Kleinigkeit darf man sich auch mal gönnen, wenn man viel gearbeitet hat. Okay, aber wenn es wieder darum geht, so, ich denke ganz halt anders. Ne? Ich denke ganz halt einfach so, okay, Las Vegas, da, Party. Ich denke nicht dran, so mit diesen Beziehungen. Aber wenn es darum geht, dann bin ich wieder sorry bei Frankie. So, nee, das geht nicht mehr. Der ist zu auf dein Joker. Ja, aber wenn es darum wirklich geht, so, wir leisten zusammen, wir trainieren, wir kriegen unsere Entwicklungen mit und wir wachsen zusammen, dann gönne ich ihm das natürlich vom Herzen, dass er sich auch sowas gönnt. Dann würde ich auch Frankie sagen. Capella, ich kenne Capella so aus der Szene, wir sind cool, aber es ist jetzt nicht der Homie des Grauens. So. Ja. Da habe ich Frankie mit dem ich zum ersten Mal Weltmeister wurde auch. Ja, und so viel. Das wäre nochmal was anderes zusammensitzen. So, weißt du? Ja, voll. Deswegen. Sick! Ich mag das. Ich habe auch keine Ahnung, wie dieses Spiel heißen könnte, aber das macht Spaß. Wie kann es heißen? Irgendwie, ich weiß nicht. Wir finden. Random questions. Die kommen immer von mir. Ich weiß es und das ist auch in Ordnung. Hast du noch eine essentielle Frage, die du gerne stellen möchtest? Ja, auf jeden Fall. Ohne die wir nicht rumkommen. Ich habe zwei essentielle Fragen. Hau raus, ich krieg die kurz am raus. Was würdest du sagen, macht dich einzigartig? Ganz kurz. Ich glaube, meine Persönlichkeit. Ich glaube, wir sind alle einzigartig auf eine Art und Weise. Wir haben alle eine Persönlichkeit, die wir mit uns tragen unser Leben lang. Und was mich jetzt einzigartig im Tanzen macht, würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Feuer, das ich habe als Kurde. Ich hab ein Feuer in dieses mir. Dieses Feuer, diesen Biss, alles durchzuziehen, alles 100% zu machen und immer daraus zu lernen und aktiv da zu sein, 100% zu geben und echt einfach zu machen und nie den Glauben an sich zu verlieren. Ich glaube, das macht mich auf jeden Fall einzigartig. Und das ist natürlich dann eben ausschlaggebend und prägt natürlich und beeinflusst auch viele andere Sachen, die ich so im Leben mache und Charakterzüge, denke ich. Ja, was würde ich sagen? Ja. Ja, das passt, finde ich. Passt, oder? Passt zu dem, was ich gesagt habe, vorher alles? Dann ist ja, gut. Vorher, nee, das ist wie so eine nochmal Zusammenfassung. Ja. Aber eine Sache, die kann das vielleicht auch ein bisschen abschließen. Was würdest du gerne der nächsten Generation von Tänzern mitgeben? Sehr, sehr gerne. Dafür bin ich ja hier. Ich würde echt, das, was ich alles gesagt habe, das sage ich nicht nur, weil ich so bin und die Erfahrung gesammelt habe da drin. Ich weiß, dass jeder andere Tänzer da draußen, der immer authentisch war, immer real zu sich war, 100% gegeben hat, aber trotzdem offen war. Mit real und authentisch heißt nicht, ich bin verschlossen und ich mache nichts, nur das, was ich kenne und machen will, sondern ich hinterfrage und frage mich, ey, ist das cool, Majid? Entwickelst du dich als Mensch auch weiter? Ist nicht nur tänzerisch, ich verbinde es, für mich ist Tanzen menschlich das Gleiche. Mhm. Bringt es mich menschlich weiter oder macht es mich menschlich kleiner und lässt mich einen Schritt zurückgehen? Dann mache ich es nicht, auch wenn es mich tänzerisch weiterbringt. So. Ja, so, wenn ich jetzt menschlich einen Schritt zurückgehen muss, damit ich tänzerisch weitergehe, mache ich nicht. Dann denke ich lieber ans Menschliche weitergehen und tänzerisch bleibe ich stehen. Ja. So. Das ist so. Deeper, als man gerade denkt. Ja. Deswegen finde ich, es ist ganz, ganz wichtig, im Klaren mit sich zu sein. So, was will man? Echt definiert, was wollt ihr? Was sind eure Ziele? Ich habe euch am Anfang erzählt, ich habe mir Ziele aufgeschrieben und die Ziele habe ich zu 90% erreicht. So, ich habe die manifestiert. Ich habe daran geglaubt. Ich habe an mich geglaubt, dass ich das hinkriege. So, auch du wenn hast ich weiß, dich gesehen, wie du ich habe genau, ich habe das Bild vor mir. So, ich sehe mich jetzt gerade davor. Das hole ich mir jetzt und das kriege ich. Auch natürlich mit dem Wissen, es könnte auch jeder andere das kriegen jetzt.
Du bist nicht der Einzige auf der Welt, vergiss das nicht. Du bist nicht der Beste auf der Welt. Es gibt nie einen Besseren. Heute kannst du der Beste sein, in 2 Stunden kannst du vielleicht der Schlechteste sein, wenn du das Battle verloren hast. Ja. So. Also nochmal, seid klar mit euch, seid real, authentisch, wisst, woher ihr kommt, ja, nehmt eure Persönlichkeit mit. Denkt nicht, ihr müsst euch persönlich ändern, damit ihr geschäftlich oder künstlerisch weiterkommt. Müsst ihr nicht. So, findet euren Weg, wie eure Persönlichkeit in diese Kunstart passt, weil das kann natürlich dann das Einzigartige sein, was der Kunst gefehlt hat, der Community, dem Tanzen. So, kurzes Beispiel dazu zum Beispiel ist, ich weiß, am Anfang haben viele auch mein Tanzen nicht gemocht und meinten so, dein Tanz ist nicht cool, ah, der tanzt nicht, kein Hip-Hop und so. Aber ich habe mich immer durchgesetzt und jetzt sind so, boah, der hat einen neuen, freshen Style rausgebracht. So. Es kommen Leute zu mir und sagen, Majid, du hast schon so einen Style, dass Leute in China alle wie du tanzen oder so. Ach, so, dass Leute schon auf diesen Vergleich kommen, ist schon wichtig und das gibt mir nochmal wieder so eine Bestätigung und einen Haken. So, ey Majid, guck mal, das bringt was, einfach real zu bleiben und sein Ding durchzuziehen. Du musst dich nicht verändern. Auch wenn jetzt in den ersten 5 Jahren jeder zu mir gesagt hat, Majid, du musst so und so tanzen, tanz doch wie der, tanz wie der, nein, mach diesen Move. Und ich gesagt habe, nein, Alter, juckt mich nicht, dann verliere ich jedes Battle lieber. So. Und das ist das wieder menschlich. Verkaufe ich mich, passe ich mich etwas an, nur damit ich da weiterkomme, oder bleibe ich mir einfach real und will wirklich selber wachsen und mich entwickeln auf einer organischen und natürlichen Art und Weise. Deswegen würde ich da draußen an jedem sagen, bleibt real, bleibt authentisch, habt Dedication, weil arbeitet immer hart für das, was ihr vorhabt. Glaubt zu 100% daran und investiert. Es kann ein Jahr dauern, 10, es kann 2 Monate dauern. Ja. Denkt gar nicht dran. Enjoy the process. Das habe ich echt in den letzten Jahren wirklich selber gelernt. So, genießt das, was ihr gerade tut. Genießt den Prozess von dahinkommen. So, weil dann wisst ihr es noch mehr zu schätzen, wenn ihr es erreicht habt. Und wenn nicht, habt ihr trotzdem was genossen und sehr viel miterlebt und genommen. Weil wenn man es nur an sich vorbeiziehen lässt und nur auf die Ziellinie läuft und alles da zwischen Start und Ziellinie verpasst, dann ist das wie vergeudete Zeit, so, die man hat. So, dann lieber genieße ich es und bin im Moment und bin aktiv im Prozess. Also, und komm da an. Ja, und seid free. So, das, nochmal, Sicherheit, Risiko, geht mit dem Risiko, Leute. Das Leben macht einfach. Das Leben macht mehr Spaß, wenn es auch riskant ist. Ja. Und ja, diese Risikos geben dir auch sehr viele neue Inputs und neue Ideen. Ja, ich liebe Risiko. Und neue Lebensenergie und es prägt einen auch voll. Das würde ich sagen so. Ich sag euch nicht, trainiert jeden Tag hart. Ich sag euch nicht, ihr müsst diese Schuhe tragen. Ich sag euch nicht, hört diese Musik. Das ist alles euch überlassen, ist euer Geschmack. Geht lieber auf diese essentiellen Sachen und denkt an, wie wachse ich als Mensch. So, super Beispiel, wenn ein Baum nicht mehr wächst, stirbt es irgendwann ab. So, denkt dran, ich will jeden Tag wachsen. Ich will wachsen bis zu meinem letzten Tag im Leben. Ja. Will ich immer noch meinen Gedanken im Kopf haben, ich will wachsen als Mensch. Ja, so. Perfekt. Nie fertig. Mega. Und nur als kleines Ding, was mir die ganze Zeit nämlich im Kopf gekommen ist, weil diese Trends, diese Tanztrends oder egal welche Trends gerade so präsent sind auf Social Media, ihr werdet niemals der Beste, wenn ihr einen Trend mitmacht, weil das ist immer das Gleiche. Es bleibt das Gleiche, es verändert nichts, du kannst ein anderes Setting haben, du kannst, weiß ich nicht, aber wenn ihr Trendvideos macht, dann sind sie immer die gleichen. Aber was du gerade gesagt hast, wenn du das nicht machst, sondern was anderes machst und was anderes kreierst oder anders denkst oder vielleicht nimmst du den Trend und baust den um oder strukturierst den um, nimmst einen anderen Song, nimmst andere Moves, nimmst komplett eine andere Kameraeinstellung, whatever, dann bist du wieder einzigartig. Dann ist es immer deins. Und dann ist es immer deins und es ist immer besonders. Und dann Red Bull als Beispiel hat noch nie eine Person genommen, die genauso war wie eine andere Person. Noch nie. Die hat auch noch nie zwei gleichstehende Tänzer genommen, sondern immer eine Persönlichkeit. Immer ein, der eigenständig ist, der eigene Sachen kreiert, der, wie du sagst, ey, ich habe Style getanzt, wo Leute erstmal skeptisch waren. Aber jetzt auf einmal, Leute tanzen meinen Style nach. Genauso wie, wenn du musst keinen Trend mitmachen, ey, kreier einen neuen Trend. Wollte ich gerade sagen, im Endeffekt wirst du Trendsetter, indem du das machst, was du machst. Und du wirst der Trendsetter eben. Und die Leute werden deinen Trend machen. Ja. Dann bist du eben der Creator auf das, was Leute gerade nachmachen. Genau. Und du willst nicht nur nachmachen. Ja.
So. Das bedeutet natürlich auch mehr Effort, mehr Arbeit, ja, mehr Kreativität. Und du musst dich, du musst nicht einfach, ah, ich gucke mir das ab und mache das in 10 Minuten, ja, sondern du brauchst Stunden, Tage, ja, oder Wochen, um etwas Neues zu kreieren. Aber das ist so viel mehr wert für deine Zukunft. Für dich als Menschen, das prägt dich, ja, auf jeden Fall mehr, als wenn du einen Trend mitmachst und das Following kriegt oder Reichweite. Ja. Das vergisst du morgen schon wieder. Ja. Aber du wirst niemals vergessen, was du selber auf die Beine gestellt hast. Ja. Abschließend. Yo, perfektes Abschlusswort. Majid, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch, vielen Dank, dass danke du dabei warst. Danke für deine Offenheit, ja, Mann, also den ganzen Input. Inspirierend. Und vielleicht werden wir in der Zukunft nochmal unsere Wege sich treffen. Wir werden auf jeden Fall in der Zukunft, denke ich, auch noch ein paar mehr Freestyle-Tänzer hier mit reinbringen, weil das einfach nochmal einen neuen Schwung reinbringt, neue Ideen. Input, ja. Wenn ihr mal sagt, wir könnten wirklich... Ich spreche jetzt gerade in die Kamera für die Leute, die das Spotify hören. I'm sorry. Aber wenn ihr das gerne öfter sehen wollt, dass wir mal so jemanden mit hier reinbringen und ihr zuschauen könnt, dann sagt uns gerne Bescheid, schreibt gerne in die Kommentare. Und bei Spotify gibt es keine Kommentare, deswegen schreibt es auf Instagram. Und yes, wenn ihr noch eine Idee habt, wen wir gerne einladen sollen, sagt uns gerne Bescheid. Wir sind immer offen für neue Tänze. Ich bin ja für Frankie. Frankie D wäre jetzt wahrscheinlich der nächste. Erster Gedanke gerade. Ja. Das auf jeden Fall. Wobei ich tatsächlich auch Bock hätte, da können wir gleich mal drüber reden, Jamal wäre wahrscheinlich der Jüngste auf Spotify, der einen Podcast macht. Krass. Und der Jamal cool. ist jetzt 13... 12? Ja, tut mir leid, aber ich weiß gar nicht, ich glaube 13, 14, 14? 12, so 12 bis 14, diese Spannung. So. Ich habe Jamal das erste Mal auf einer Meisterschaft gesehen, da war der 4 oder 5 oder krass. So. Und was dieser Junge in seinem kleinen Leben schon gemacht hat, ist einfach gigantisch. Und es wäre mega interessant, mal so einen jungen Menschen hier sitzen zu haben und mal die Sicht zu sehen und vor allen Dingen, wie Majid seine Schüler so geprägt hat. wir gucken einfach mal, wie die Connections sind. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Hoffe, euch hat die Folge genauso inspiriert wie uns. Hört gerne nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Wunder Talk mit mir, Sebastian Wunder. Und mit mir, Ann-Kathrin Wurche. Danke, Majid. Peace out. Ciao. Ciao.